müsste eigentlich das Bild haben, oder warte ich gerade? Weil hier der Nadja gezeigt hat, wenn du hier reingehst, die hat das von mir gekriegt. Das habe ich hier bei ihr auf dem Computer ausgebildet, weil den haben wir umgebaut. Der hat einen neuen großen Monitor jetzt mit einer Kamera. Und ich habe jetzt hier meine Sachen, so ILS-Codes, ne? Ja. So mit den Namen, ich Udo Abraham, Jahwe, Böttcher, bla 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 bla. Drei Hüben, drei drüben. Und ich wollte dir nur zeigen, mit den Quercodes, ob ich den jetzt rausgesucht. Weiß ich jetzt aber nicht mehr, was das für eine Zeileneinstellung ist. Schau. Halt, das war jetzt verkehrt. Was habe ich jetzt gemacht? Ja. Scheiße, jetzt muss ich nochmal einschalten. So ihn rausgeschmissen. Da war. Da. Ja. So. So, und wenn du jetzt da runter siehst, was sehr schönes zeigt. Jetzt ist eigentlich blöd, müssen wir jetzt eins drei. Ach doch, ich kann dann runterziehen. Nein, Moment. Schau, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind genau 10 Stück. Und das ist genau von dem Kopf, sind 10 Stück drunter. Und wenn wir jetzt das anschauen, wo das steht, siehst du das? Ja. Hier, dieses Ross. Das heißt, sie sprachen, wo bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, das die Spitze bis zum Himmel reicht, und machen wir uns einen Namen, dass wir zerstreut werden über die ganze Erde. Das ist OB. Ganz oben an der Spitze ist der Kopf geraschelt. Du meinst ja unser Kopf. Ja. Jawohl. Genau. Anführen. Ja. Alles gesagt. Ganz oben. Und ich sage immer wieder ganz oben. Auf der Spitze. Ja. Dieses ganze Spitz. Ist der Gletscher. Wir beide wissen das. Ja. Das ist ganz oben. Das kann ich jetzt lesen. Das geistige Licht ist der Kopf. Das ist nicht das Aleph. Oder wir machen aus dem geistigen Licht machen wir die Weisheit. Dann wird aus dem Bachelor bei der Zetsche. Ja. Genau. Zufall? Das ist alles Zufall, Leute. So, das war jetzt nur der kleine Einstieg. Und jetzt kommen wir zu dem Gerrit. Matrix Code. Ja. Ganz kurz nochmal zurück. Den Tenach übrigens, wo er jetzt benutzt, den hat er erst seit 3 Folgen. Mhm. Aha. Tenach, den er, der benutzt jetzt den Tenach. Einen Moment. Aha. And let me move over to Windows really quickly. Das ist unser Tenach, den kann man ja auf Englisch umschalten. Ja. Naja. Das ist unser Tenach, den hat ihn der Redo geschickt. Ja. Echt? Den hat er vom Redo. Cool. Ja, super. Der wäre natürlich jetzt ein Kandidat für Holofilling. Das Problem ist, ein Amerikaner kann mit den deutschen Schriften überhaupt nichts anfangen. Ja. Weißt du, wenn man den mal ein paar Mal anhört, dass er wirklich ganz rudimentär keine Ahnung hat, er übersetzt ja Hebräisch meistens mit dem Google, was ja total verkehrt ist. Ja. Er benutzt immer Google zum Übersetzen, aber ich sage dann immer wieder, es ist aber trotzdem ein bisschen richtig. Ja, ja, natürlich. Das muss man wissen, es ist trotzdem ein bisschen richtig. Genau. Ich mache ja immer, ich muss jetzt das kurz einschieben, wenn wir da schon dabei sind. Pass auf, ich mache mal ganz kurz. Oder viele Dinge. Den kann ich wegmachen, ne? Ja. Mhm. Pass auf. Über das, worüber Sie Ihren erdlieben Reiz waren.
Thomas, das ist jetzt ein Selbstgespräch und ich will ganz kurz zur Erinnerung da nur eine Sache rausziehen. Da gehe ich einmal ins Arabische rein. Hören wir uns das kurz einmal an. Ja, wenn ich sofort so, ja, so kann man dich schon ungefähr übersetzen. Aber das ist sehr, sehr, sehr spaßig, weil du hier. Es ist jetzt so, dass diese Region, das müssen wir jetzt einordnen, das ist in meinem Gesicht extrem auseinander. Ich gehe mal ein Stück weiter im nächsten Vers. Hör mal, dass ich das finde. Dann doch wieder irgendwie. Wenn ich weiß, was Konsum eigentlich bedeutet. Also, hierauf, das heißt nach dem Zeitalter, das Christus ist der Intellekt, den du zum Denken, selbst innerhalb deines Deutschlands, ist ohne Anfang und Ende. Wo kommst du, Geist, her? Du, Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch. So beschreibe ich das in der Tora. Moment. Aber jetzt schauen wir mal ganz kurz, was hier passiert. Das ist übrigens hier das Wort Gesetz. Ich nenne das ja in einem Fliegenstall-Vortrag, das ist wie Geflügelspuren auf dem Schnee. Ja, genau. Schauen wir, wenn wir jetzt hier reinspringen, ganz interessant. Das ist nicht das Gesetz Gottes. Es ist Gesetz vom geistlos nachgeahmten, egal in welcher Partei, in welcher Sekte, in welcher Kirche, in welchen Glauben du anhängst, ob du ein Schieb bist oder ob du die ganzen arabischen Sekten, die christlichen Sekten, weißt du, was die sind? Die Hälfte des Wortes Gesetz in dem Vers. Ja. Und jetzt lassen wir den mittleren Buchstaben weg und schauen uns die zweite Hälfte an. Das sind alles Insekten. Schau mal, was da steht. Wir müssen da bloß den mittleren Buchstaben draußen lassen. Das kann doch bloß der wissen, der es erschaffen hat, oder? Ja, na. Wieso ich euch das jetzt zeige? Wenn du jetzt Arabisch der Sprache mächtig bist und wir machen dieses Spiel mit Google-Übersetzer, dann sagen viele der Google-Übersetzer, das kann man so nicht machen. Ich sage, das ist ein Blödsinn. Selbstverständlich, du siehst doch, dass man das machen kann und im Hintergrund läuft eine Logik. Es ist bloß eine andere Logik, die nicht kompatibel ist mit einer Logik. Ja. Das heißt, der Google-Übersetzer stimmt auch, aufbauend auf der Logik vom Google-Übersetzer. Und du hast eine Logik, wenn du jetzt zum Beispiel Sprache, ob das Deutsch ist, egal was du machst, ich zeige euch einmal, bevor wir da weitermachen, eine schöne Sache. Ist gut, dass wir das jetzt aufnehmen. Pass auf. Wir gehen einmal zuerst ins Lateinische. Ich erzähle oft die Geschichte mit dem Autor. Zeichenerwecker. Richtig, so nenne ich das, weil wir wissen, das hebräische Aut, A-U-T, ganz einfach geschrieben, das sind Zeichnungen, Zeichen, Buchstaben, Orten, wir erwecken Buchstaben zum Leben, wenn du einen Roman liest, interpretierst du aus Worten und diese Buchstaben erweckst du. Genau. Das ist all. Ja. Das ist jetzt Erwachen, Wach, Wachen, Aufwecken. Genau. Das ist der Autor, der Zeichenerwecker. Was ich übrigens früher mal, wenn wir ins Englische gehen, hast du zwei Seiten. Du hast einmal, und das schauen wir uns jetzt an, Reatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts, weil das ja übersetzt. Das Erschaffen, das Erzeugen, aber genau genommen erschaffst du etwas, wenn du was erwählst. Ja. Das ist eine Auswahl. Reatio erzeugt es eigentlich, es ist übertragenermaßen heißt es erschaffen. Ich wähle, ich habe in mir das Internet, ich habe in mir Gott, das ist alles unendlich viel Wissen und ich wähle mit jedem Gedanken, der mir auftaucht, wähle ich eine Facette aus. Ja. Aus diesem Nichts, das heißt Creatio ex nihilo. Genau. So bist du, wenn du was auswählst, ein Creator. Ich hoffe, man versteht mich. Ja. Ein Creator, interessant ist, alle Menschen, die du dir ausdenkst, sind sehr pure. Ja. Creator und die Kreatur. Ja, genau. Die Kreatur kommt wieder zurück. Okay? Und jetzt pass auf. Was du jetzt wissen solltest, du lernst in der Schule, dass Mathematik Rechnen heißt. Wir wissen, es heißt nicht Rechnen, das altgriechische Wort Mathematia. Mathematikus heißt
Ein Dummkopf, ein Tor, der nur aus seinem Mathe, aus seinem gelernten Wissen rezitiert. Genau. Tausendfach erklärt. Ja. Jetzt solltest du wissen, dass das Wort Autor, das steht sogar hier drin. Einen Moment, da müssen wir, glaube ich, das haben wir jetzt nicht offen. Da wird es kurz erwähnt, dass das Wort nicht Autor heißt. Das ist eine Verballhornung von dem Wort Autor. Das Wort heißt nämlich Autor. Und das schauen wir jetzt mal in den Lateinischen an. Und da wird es sofort in der ersten Zeile 1869. Okay? Wird es sofort in der ersten Zeile erwähnt. Unrichtigerweise Autor oder altgeschrieben Autor geschrieben. Unrichtigerweise. Das heißt nämlich, jetzt hast du mal einen Förderer. Jetzt pass auf, genau zuhören. Nadja, dies bitte du. Ja. Der, der etwas noch nicht vorhandenes unmittelbar oder mittelbar ins Dasein fördert. Interessant. Es ist alles in dir drin. Es existiert aber noch nicht. Erst wenn du das aus dir, aus deinem Datei, aus deinem Wissen, am Swaminhall hochhältst und eine Information daraus machst, beginnt es zu existieren. Ja. Das heißt, du förderst, das beginnt übrigens mit pur etwas losmachen. F-Ö-R. Wir wissen das, ich mache es nochmal, das ist das F, das ist das Ö und das ist das R. Das heißt, halt, das F, Ö, R, den haben wir nicht erwischt. So, das ist, du machst was los, das heißt, es bricht in dir was auseinander, weil das eine Gedanken oder ist, ein Zerbasten, ein Losmachen. Interessant ist, da steht ZR, das heißt zu Form werden. Ja, wir wissen ja das, ich mache es ganz kurz für einen, sollte man das irgendwie reinstellen, ZR. Ist das da mal hier, so Felsblock interessant ist, das heißt Formen, eine Form geben. Okay? Das heißt, und diese Form ist im Ersten. Der fängt an zu zerbersten. Genau. Die Form ist im Ersten, B-Ersten. Du musst ja aus eine Welle, es nicht, muss, glaube ich, deine Bilder, muss sie auseinanderbrechen, dass das Gedankenwelle da ist. Genau. Interessant, ne? Ja. Also, der, der etwas nicht vorhandenes, unmittelbar oder mittelbar, das ist ja interessant, weil mit L in der Mitte ist ja nie was drin, wir brauchen das Äußere. Ja. Ins Dasein fördert. Oder ein schon vorhandenes, zur vollen Kraft bringt, im Bestand Gedeihen, Anerkennung und Dauer verleiht, und zwar so lange du daran denkst. Das ist der Autor. Ja. Als Leser der Paul beobachte ich aber, was in deinem Kopf alles passiert, wenn du die Zeichen anschaust. Ja, ja. Das ist eine Kreation ex nihilo. Ja. Ja. Der Urheber und Förderer materieller Gegenstände. Der ist der Schöpfer, der Urheber. Interessant. Nicht nur, dass der verbundene Kopf was heraushebt, sondern das ist der Ibe. Ibe ist unser der aus dem Inhalt. Genau. Der aus dem Jenseits etwas heraushebt, das ist der Stüpfer, der Stifter, der Schöpfer, der Vollbringer von allem. Der, der in sich selber in seinem Lebensbuch zum Lesen beginnt, erschafft, vollbringt, in sich erhebt, aus sich das raus, was er sich ausdenkt. Genau. Die Geschichte des Träumen in Geistes. Ja, ja. Er ist. Unfassbar. Gründer, Begründer. Alles da, oder? Alles. Göttlich. Erklärt. Bürger. Ja. Fährmann. Beglaubig. Vorbild. Sind alles da, oder? Na. Jedes Wort. Ich mache nichts Neues. Ich zeige dir bloß, was du alles nicht weißt von deinem eigenen Wissen. Ja. Wenn wir jetzt da wieder dabei sind, machen wir nochmal und ich gehe zurückwirkend in Anbetracht zu dem, was man gemacht hat mit der arabisch-automatischen Übersetzung. Machen wir mal eine automatische Übersetzung mit dem griechischen Wort. Eine Idee. Eine Idee.
Das stimmt übrigens schon wieder alles so. Wenn du eine Idee hast, dann ist es deine Gestalt, eine äußere Erscheinung. Weil auch deine sinnlich wahrgenommenen Informationen sind Ideen. Ja. Es muss in dir drin sein, wie oft erzähle ich das? Genau. Mhm. Pass doch mal auf. Ich mache das doch mal ein bisschen größer. Mhm. Jetzt sind wir das schon mal Maschinen übersetzen. Schau mal. Genau in demselben Maß, weil das ist ja sehr unterschiedlich. Wir nehmen mal den ersten Satz hier. So, ja. Maschinen übersetzt. Da steht jetzt mit der Maschine, das sind ihre Visionen. Ich übersetze nochmal nur den halben Satz. Moment. Nimm mal ein Wort dazu. Das, was du siehst, sind immer deine Informationen. Immer. Außen kommt ja nichts, es kommt aus dem Wissen. Aber pass auf, da steht es eigentlich so, wenn man jetzt die Vordersprache beherrscht. Das sind diese vier. Diese andere, die sich sündigt und der sich anschaut. Was schaust du dir an? Meine Gedanken. Schau mal, nein. Den Wachraum. Den Wachraum. Und zwar den Wachraum, der sich öffnet. Ja. Okay? Das Wachzimmer. Genau. Das schaust du dir an. Siehst du, das kann er jetzt nicht, da merkst du immer wieder, du brauchst um einen dazu. Und das ist die Orgie in der Vier. Aber Orgie, haben wir wieder das Erwecken des Geist Gottes, ist Äquator. Ja, es genau. Ich sage dir jetzt, der übersetzt es genauso, weil das das bedeutet. Wenn du jetzt griechisch Lehrer bist, mit den ganzen riesen komplizierten Grammatik im Altgriechischen, dann sagst du ja, so kann man das doch nicht machen. Dann sagst du, Depp, du siehst doch, dass ich das kann. Ja, eben. Du kannst doch nicht behaupten, dass. Ich sage, ich komme da jetzt nicht mit. Denk mal hier das Buch hier, Holofilm für Neugierige. Diese kleine Zwiesprache, wo ich behaupte, jeder hat recht. Ja. Und dann sagt man gegenüber, nein, so kann man das nicht stehen lassen. Es hat nicht jeder recht. Ich lächle ihn an und sage, du hast recht. Weil du doch auch ein jeder bist. Jeder hat recht. Nein, so kannst du das doch nicht sagen. Ich sage, das ist hochinteressant. Du behauptest, dass ich das nicht behaupten kann. Obwohl ich dir doch gerade über Mende mal spüre, sage, dass ich das behaupten kann. So ist. Die meisten dummen Menschen sind, einen machen wir noch, einer geht noch. Ich mache dir das, schau, ich mache dir das mit all diesen Sachen. Ja. Pass auf, einer geht noch. Ich deute sehr viele Meinungen vor, die alle meine eigene Meinung sind, weil ich mir die Menschen ausdenke. Und ich rede mit den Menschen, die ich mir ausdenke, spreche ich eine gewisse Meinung zu, aber nicht die Meinung haben, die ich mir ausdenke. Genau. Träum doch. Sorgen? Ja. Eine Menge von Meinungen. Alles in einem Kontext. Diese Meinungen deuten einen gewissen Verstand vor. Ja. Aber Verstand ist geistloses Programm. Darum ist dieser Verstand, die Idee, den habe ich gerade weggelassen, schau. Ja. Scheint deutlich. Dass ich meine Meinung deute. Ich mit meiner eigenen Meinung gedeutet werde. Dann wird es übersetzt, der Schein deutet. Genau. Schien ein, Logik schaltet sich ein. Nicht das Trügerische wie deine eigene Logik. Ja. Jetzt merkst du, wenn wir jetzt in den Koran reingehen, wir machen das mit dem Koran oder mit dem, auch mit dem Dollar, mit der Maschinenübersetzung. Und das schauen wir uns jetzt an. Er, den wir uns jetzt ausdenken, der Gerrit, wenn man mal zwei, drei Videos anschaut, er ist inspiriert, er hat minimale Ahnung von Altsibirisch, er benutzt als Übersetzer, benutzt den Google-Übersetzer für Hebräisch, was natürlich der totaler Wahnsinn ist. Darum ist Adam für ihn Person. Aber wir haben jetzt hier diesen Matrix-Code, den 37. Code, den erkläre ich jetzt nicht, sondern der hat hier eine Reihe. Er bricht praktisch die Dollar. Das zeige ich auch nochmal ganz kurz, weil man den Dennach hat. Kleinen Moment.
Nur, dass man den Ansatz hat, wir können jetzt hier zum Beispiel, das ist ja die klassische, dann können wir hier, dass man das im Ganzen nochmal sieht, das ist jetzt im Verseinteilung. Ja. Das ist ja so, dass die Originaldeutsche geht in einem Zug durch. Das ist genau der Text, bloß mit den Worten und einzelne Absätze eingeteilt. Dann kann man natürlich hier auch noch die Bündchen drumherum machen, die Aussprache regeln. Und jetzt bei dem Programm, beim ELS-Code, brechen wir das einfach um. Du kannst jetzt zum Beispiel einstellen, dass er alle 20 immer dann wieder von vorne anfängt. Okay? Oder alle 1000 und dann von vorne anfängt. Und dann kriegst du eine so eine Matrixstruktur. Mhm. Gut? Ja. Er hat jetzt hier einen Umbruch eingestellt von 1369. Okay? Das heißt, wenn du vorne anfängst bei der Dora, mit Beroshi Bala Elohim und du hast nach 1369 Buchstaben von dieser Riesenreihe, Tora heißt der Reihe. Ja. Das Wort Tora heißt auf Hebräisch Reihe. Ja. Und fangen immer wieder von vorne an, immer Zeilen, wir machen eine Reihe mit 1369 Buchstaben. Dann hast du am Ende, ganz am Anfang, hast du diese Reihe stehen. Das hat er jetzt entdeckt. Er hat gar nichts entdeckt, das ist ihm eingefallen. Genau. Du hast doch mal nicht glauben, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, dass der existiert, wenn du ihn nicht denkst. Du denkst dir den jetzt aus und wenn du dich näher damit beschäftigst, denkst du dir das, dass dem das einfallen ist. Aber ein Gedanken, den du dir denkst, kann bloß das einfallen, was du denkst, dass ihm einfällt. Mhm. Du bist und denkst dir das aus, was ich dir denken lasse. Jetzt habe ich als IUB gesprochen. Mhm. Okay? So, jetzt schauen wir mal. Und er macht jetzt diesen Vers und lässt ihn mit Google übersetzen. Weil er kann, hat ja nur Google-Übersetzer. Darum habe ich jetzt den Anfang gemacht mit dem Hebräischen, Entschuldigung, mit dem arabischen Vers, mit den bösen Insekten, dass du weißt ganz grob, was der Hintergrund ist. Wenn du den nämlich nicht hast, kommst du nicht mit. Ja. Das weiß er übrigens auch nicht. Wie sollte er auch wissen, wie sollte der Gedanke was anderes wissen? Du bist derjenige, der ihn das wissen lassen kann, wenn du dir denkst, dass er es weiß. So, this is the JL8-NOC program. Und nochmal dieses JL-Klopf-Programm, das ist jetzt natürlich maschinenübersetzt, das Tenach-Programm, das hat er übrigens von unserem Redo. Unser Redo hat ihm dieses Programm erst vor ein paar Wochen geschickt. Er kann das auf Englisch, total begeistert. Schade ist natürlich jetzt, jetzt denken wir uns wieder einen aus, für den werden die Ohrenbauungen das, aber ich kann halt der Amerikaner mit den deutschen Schriften überhaupt nichts anfangen. Das tun wir so, wie wenn ich dir jetzt chinesische Schriften gebe. Mhm. Georgische Schriften. Ja. Schauen wir mal. And just to demonstrate, so the matrix width, hopefully you guys can see this, is 1369. So again, that's the value of Jesus in the matrix. Das ist hebräische Wort. Es gibt verschiedene Worte für Jesus. Machen wir auch so und auch kurz sagen, bloß das da ganz. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Jesus eingibt, mache ich gleich einmal auf Deutsch, dass ihr merkt, dass das sehr trügerisch sein kann. Findet ihr das nämlich nicht. Wir haben jetzt nur Yeshua, schauen, das ist dieser total, dieser Matrix-Code. Und dann gibt es ihn auch anders geschrieben als Jesus. Wir haben diese 1369 nicht. Aber das ist trotzdem richtig, ich werde es dir zeigen. Du musst einen anderen Namen von Jesus eingeben. Und zwar müssen wir eingeben. Den hier, das hast du nämlich auch. Das wird hier auch. Schau, das ist auch Jesus. Ja. Es ist aber hier in den klassischen Übersetzungen ist es nur Erlöser, artlicher Meister, Retter. Ne? Mhm. Und darum findet er hier den Jesus nicht. Das ist aber auch Jesus in Wörterbüchern, das sind Unterformen, die Kurzform von dem hier. Ja. Das haben wir uns ja 1369. Genau. Ne? Ich will jetzt nur mal zeigen, wenn du suchst, dass du schnell und einfach, du sagst, ach, das stimmt ja gar nicht. Mhm. Ich werde jetzt oft, wir schauen was nach und so, und das stimmt ja gar nicht. Kurz, um das genauer zu bringen, ich erinnere mich an einen uralten Almener-Vortrag vor ungefähr 20 Jahren oder 18 Jahren ist das hier. Da behaupte ich, dass hier das Wort Sundi, Wahrheit, dass das Sundi heißt. Und dann kommt bei einem anderen Vortrag, kommt einer zu mir und sagt, das stimmt überhaupt nicht, ich habe nachgeschaut. Im Duden, Etymologie wird der Buch und es stimmt überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, pass auf.
mach dir mal die Mühe, und wenn du jetzt den Duden Etymologie-Wörterbuch nimmst, dann schaust du ganz hinten, ist ein Quellenverzeichnis, und dann hast du eine Seite, anderthalb Seiten ältere Etymologie-Wörterbücher, wo der Duden nur ein ganz kleiner Auszug ist von den alten Etymologie-Wörterbüchern. Der Kluge, der Pfeifer und so weiter und so weiter und so weiter. Und weil der Duden das nicht reingeschrieben hast, heißt das noch lange nicht so, dass es so ist. Dann musst du in alle Bücher reinschauen. Ja. Wenn du zu mir kommst, dann zeige ich dir, ich habe, glaube ich, zurzeit bei mir bis 1500 etwas zurückgehend. Mit Faximile habe ich an die 20 verschiedene Altebräisch-Wörterbücher. Und da wirst du merken, dass sich das aufspannt. Ja. Okay? Also machen wir da weiter. Trigger. So that's the width. And this right here is the very end, and it's the first 15 letters. Okay. And it's what I have right here, and I just copied that. I'll do it again in case I actually didn't. But I'm pretty sure I did. And let me just paste it in here. Okay. So hopefully you guys can see this. I don't know. I haven't. This is like bigger screen. I hope it doesn't make everything on my screen smaller for you guys. Hopefully you can see it just as well as I can. But I'm going to zoom in just in case. So the question is, and again, it sounds like it's part of a conversation, but the question is, because again, what is the source of blood? Das ist die Frage, was ist die Quelle des Blutes? Das ist genau diese Zeile bei dem Umbruch von Jesus 1369. Was ist die Quelle des Blutes? Und pass auf, was da jetzt passiert. Es ist schon einmal, zuerst muss man sich klar machen. Wir denken ja mal ganz normal brüchig, wie ich das nenne. Wir denken uns jetzt den Amerikaner aus, der in sich neugierig wird, der eigentlich gar kein Grundwissen diesbezüglich hat, aber sehr viel eine auserwählte Person auch, die wir uns ausdenken. Und im Fällchen ein, macht es einmal. Hätte er vor ein paar Wochen nicht machen können, weil er den dennoch nicht hatte. Mhm. Er spielt einfach rum. Okay. Now, there's so much going on here that's incredibly interesting, at least to me. I mean, the question, you know, because again, what is the source of blood? My mind went in so many different directions, just thinking about all kinds of different things. Now, one of them being the fact that, you know, Jesus was supposedly hung on the cross, that his blood was caught in the, oh my God, the Holy Grail, what they call the Holy Grail. The Heilige Cup, C-U-P, Cup, im Englischen. Aber das lassen wir jetzt mal hier, den wollen wir uns nicht ganz anhören, sondern wir schauen jetzt mal. Jetzt wird es interessant. Das ist jetzt wieder dieser Matrixwert. Ne? Wenn du das jetzt eingibst, dann hast du, das ist jetzt, was er hinschreibt, ist wieder Google Maschine übersetzt, dann ist Blut ist da, Adam. Mann, eine Person, das stimmt natürlich sowieso nicht. Ne? Das heißt, das ist doch mal Mensch, rot. Und H. Adam ist der Adam, die Person. Mhm. Das Hefern ist nur der Adil. Ja. Also wer das wieder verkehrt, müsste hinschreiben, hier ist der Adam, beziehungsweise die Person. Wobei Adam ist ja keine Person. But the letters Dalet and Mem. And in Matrix Gematria, it has the value of 629. Now, all we have to do to this word is add Aleph in front of it, and that becomes man in the Hebrew Bible. But as I've demonstrated before, the translation of this is a person, okay? Not a man, not a woman, but just simply a person. And it's also where we get the name Adam. Because now it's Aleph, Dalet, and Mem. It's A-D-M. Was natürlich sehr vielfältig ist, weil man jetzt wissen muss, dass das M am Ende auch ein Suffix sein kann. Dann heißt es ihr Dunst und so weiter und so weiter. Aber das wird jetzt viel zu weit führen bei der Sekretsetzung, wenn du jetzt an den Satan denkst. Er ist der, der sich selber scheidet in sich selber, in einem Denken und in das Ausgedachte. Das seht ihr wie der Körper und die Sekretsetzung. Holo-Arithmetik gibt es rot und blau.
And that word in matrix gematria has the value of 666, which as the Bible tells us, is the number of man. Now, as I've demonstrated before, in the Hebrew Bible... Ganz kurz zu der Matrix-Gematria. Das ist eine Sache, wenn du in die Kabbala gehst. Diese Matrix-Gematria ist in dem klassischen Judentum nicht bekannt. Das hat er durch Zufall entdeckt mit den 111, wo er die 37373 gespielt hat und der 2701 von Genesis 1.1. Das ist ihm eingefallen. Klassische jüdische Kabbalistik weiß davon nicht. Ich weise nochmal darauf hin, dieses Programm hier hat Abraham vom Tuning geschrieben. Ich habe einen ziemlich, jetzt muss ich bröselig werden, einen ziemlich großen Schriftverkehr vor etlichen Jahren, wie das erste Version auf dem Markt gekommen ist, mit dem Abraham vom Tuning gehabt, der dieses Programm geschrieben hat. Und da habe ich gesagt, das sind einige Veränderungen, wären sinnvoll. Das ist zum Beispiel diese automatischen Schriftübersetzungen. Wenn man jetzt das macht, dass man hier, wenn ich jetzt ein Wort nehme, dass man hier unten einzelne Wörter auswählen kann und kann dann die aufrufen und so weiter. Und ganz interessant war es dann mit dem 5N-Zeichen, dass Emil geschrieben hat, er hat dann hier komplett den Rechner umgehen, der sagt, die ganze kabbalistische Welt, und das ist die Itzhak-Luria-Akademie in Amsterdam, die ganze kabbalistische Welt weiß es nicht, das ist vollkommen neu. Genauso ist es jetzt hier mit ihm. Er hat mit dem Zeug nichts zu tun und er entdeckt, was dieses Thema er hat. Das kann man nicht entdecken. Es muss dir einfallen. Nein. Und jetzt musst du, sagst du, Geist, musst du jetzt wissen, was ich dir erzähle. Du bist der Schöpfer für jeden Menschen, den du dir ausdenkst. Du denkst jetzt den sabbernden Udo aus, du denkst jetzt diesen Typen aus nach Amerika, aber sie existieren nur hier und jetzt, weil ich die in dir auftauchen lasse. Du bist ein träumender Geist. Es klingt unglaublich, es ist das, was es ist. Das scheidet dich selber deinen Weg, vertraust du mir oder vertraust du mir nicht. Aber pass auf, was jetzt passiert. They also spell this with the letter hey in front of it. And when hey appears in front of this word, this is the letter hey right here. Zoom in. It's right here, it's his first letter. So that letter by itself means God, but when it appears in front of a word, it suddenly just becomes Rindestanz. Okay, so when it's added here, this is no longer a person, it's the person. This is oddly, the Hebrew Bible uses it. Let me pull the start putting in the rest of the letters. Okay, and as you can see, it's the person. But again, the Hebrew Bible is using the spelling when it says Adam. Now, let's move to the end, and because mem is no longer the last letter, its shape changes, and it simply becomes land or soil. Okay? Now, because it said that blood comes from our bone marrow, that's what sent me down this path of doing this. Other little bit of research right here. So the Hebrew word for bone looks like this right here. And in matrix gematria, it has the value of 1,739. And the word blood has the value of 629. Now here's what's interesting. Adding the value of bone to the value of blood gives us Jesus Christ in Greek gematria. Es ist Etzem übrigens, was er nur als Knochen übersetzt, das Wort Etzem heißt auch das Selbst, das rote Selbst, das Bewusstsein als Ding an sich ist auch Etzem, darum ist das Einzige, was ewig ist, wenn das Fleisch verfault, die Knochen bleiben über, in der Symbolik. Man kann natürlich immer das Mem hinten als Suffix lesen. Etz heißt Holz oder Baum und Ha-Ol mit 70 heißt ein Joch. Du wirfst ein Joch hoch und das M am Ende heißt ihr Joch. Und dass du eingespannt wirst, in dieses Knochen gerissen, in diese Gedankenwellen wirst du eingespannt. Ganz nebenbei, weil ich ja die Spiegelungen beachten muss, wenn wir das jetzt die Spiegel schreiben, steht da 86, 32.
8632 und 86 ist UB 86 Elayon. Bei aller Bescheidenheit, das bin ich, nicht der Udo, da bin ich der blaue UB. Und 23 heißt Leb, rot gelesen, das Herz. Das 32, Entschuldigung, das Innerste, das heißt UB ist das innerste Herz. Das ist der gespiegelte Tonwert von Jesus Christus. The total is 2368. And that's the entire value of Jesus Christ again in Greek gematria. That's the connections. Those are the connections that I'm talking about. Okay. So we get 2368. That's the value of bone and blood in matrix gematria, and it directly connects to Jesus Christ in Greek gematria. Now, keep in mind, think back to what I had talked about, that dialogue that I woke up that one morning running through my head, where it talked about Jesus, the name, the word, Jesus was never meant to be the name of a man. It is the name of the energy source, the essence of creation. It's what courses through everything. Okay, and I've talked about this before. It's similar to, if we were to compare it to the movie Star Wars, it would be the Force. Okay. Now, one of the things that we see in this code time and time again is how they look at the numbers. So 2368, there should be a comma right here between the 2 and the 3 when we write it down. So it's sort of showing a separation of the letters. If we simply add the 2 to the end of this, this number becomes 370, or encoded 37. And as we know, that number is just runs up and down all throughout the 1111 matrix code. It's deeply entwined into the Torah. We know this simply by Genesis 1:1. We've talked about this hundreds of times already. Now, if we do the same method of taking the first letter and adding it to the end with the word bone, so 739 plus 1, that becomes 740. So now add this sort of, it's not really reduced, but I don't know the word to use. But this new value of 740 to add that to 629, the value of blood. And we have 1369. Okay. The value for Jesus in this matrix gematria. And once again, take the one at the beginning, add it to the rest of the numbers, 369 plus 1, we're back to 370. 37. Now, the Bible tells us that God created everything, so I wanted to see what would happen if we added in Yahweh, okay, into this sort of lineup. So that's what I did. So 962, that's the value for Yahweh in matrix gematria. So we add 962 to 629, the value of blood, and then add that to 1739, which is the value of bone. And look what we get, folks, 3,330. 333, the number that started all of this for me. Okay. It's crazy. and again, if we simply do the same method that we did before, take 330, add 3 to it, and we simply have 333. Regen auf ein bisschen 3 hoch 3. Ja. All right. Now, as you can see, I have some arrows with the word add, and then I have an arrow going down with the word subtract. Now, just very quickly, I want to show you this. So, let's pull up the calculator. Over here, we have 2368.
And the arrow is going this way, so it's telling me to add this portion over here, the 3, 3, 3. And look what we have, 2701. Now, 2701 is the value of Christ in matrix gematria. But the connection back to Hebrew is 2701 is the value of Genesis 1:1. So again, this is so deeply connected. And then simply looking at... Alle geistlose materialistische Schwätzer, wenn ich was erzähle, die sagen mir, es ist Zufall. Ich sage immer, ich scheiße euch so mit Zufällen zu, dass dir irgendwann einmal klar sein muss, ich lasse in meiner Welt keine klassischen zufälligen Zufälle zu. Alles, was auf einem Bildschirm in einem Computer auftaucht, alles, was in dir als Information auftaucht, was du zu sehen bekommst, immer dran denken, S-E-N. Es ist eine Ehe zwischen S, das ist Jäger, das ist das Männliche, der Denker, und N, Mekaba, das hebräische Segel wie Mekaba, das ist der Adam. Das ist eine Ehe zwischen Denker und Ausgedacht. Das ist eine Verbindung, eine ewige Ehe zwischen den Denkern, dem träumenden Geist und seiner Traumwelt. Das bedeutet 10. Was dann wieder ja uns zu dem Rea führt im Hebräischen. Das Sehen als Ding an sich, das Schauen. Das ist zum einen das Wort Zeher und Lunge. Ja. Und jetzt haben wir wieder diesen Riesensprung. Was ist, wenn du anfängst zu denken? Das Denkbare sind deine Vorstellungen, deine Spiegelungen, deine Darstellungen, sind alles Sehvorgänge. Genau. Das rüttelt in diesen Worten. Da weiß deine ganze Linguistik, deine ganze materielle Welt, weiß es nicht. Und wieso? Weil die nur das wissen können, was du ihnen an Wissen zusprichst. Ja. Und das ist wiederum das, was du geistlos nachhast. Yahweh, God, plus the word bone, also gives us 2701. Nochmal dieses Wort bone, Ätzen, ist auch das rote Selbst. Das ist immer dieser große Sprung des Ätz. Und das Einfache bei Hodophilien ist einfach, du müsstest das einmal hier rot-blau lesen. Das ist die geistige Quelle, ist der Geburtsgeber. Blau ist es eine augenblickliche Geburt. Und das heißt jetzt hier unter anderem Baum, Holz, Gehölz, Lassig. Es hast aber auch einen Rat gegeben. Das ist dann der Rode, der Geburtsgeber. Und das M am Ende ist normalerweise als Suffix ist es ein besitzanzeigendes Fürwort. Das heißt, ihre Bäume, Bauem, Aum, da kommt das Aum her im Sanskrit. Und das ist zum einen einmal hier, das sind die klassischen Übersetzungen, das ist ein Ding, Ding hier heißt das Gesetz des Geistes. Geh Quadrat, Polarität ein, das ist deine Gedankenwelt in Geh Quadrat. Jetzt hast du einen Gegenstand, der Kern, das Innerste. Kraft und Macht. Und das ist jetzt das rote Selbst, die Steige, das eigentliche Wesen in dir, du bist Geist. Dein Wesentliches an dir ist, dass du ein nicht denkbarer Geist bist. Der Wesenskern, das Ewige, das nicht vergehen kann, das ist die Spitze des ewigen Lebens. In Matrix Gematria. So Yahweh created the bone, the bone creates the blood, and so on and so forth. Now, I just thought that was incredibly interesting, these connections. Now, over here, the reason I say subtract, take 2368, subtract 1369. What this is going to do is it's going to show us the spread, okay? That's the number that is between these two numbers, okay? What is the difference of those two numbers? So 2368 minus 13. Why am I doing this on my thing over here? I can just type it out. Minus 1369 is 999.
And again, folks, that is the value of the word light in matrix gematria. Okay? It's like the spark. You know, it's the light. God said, let there be light. And there was light. Micah has talked about this. Micah Dank. I think we both have talked about this in the past, even together. Das könnt ihr dann hier mit unserem schönen Spielzeug alles überprüfen. Und jetzt mache ich natürlich dann hier automatisch ein bisschen Physik dazu, wenn man das anschaut. Wenn nur minimal so unterrationalisiert, da hast du den Thematik, wie sich das berechnet, muss man trennen, wenn es halt interessiert. Und da ist jetzt dann auch nochmal, dass jetzt genau der normale Totalwert bzw. äußere 207 ist. Ich will mal 20 zeigen, ist das übrigens. Und dann wirst du feststellen, dass genau in den offiziellen Wert, willst du mal bitte ganz kurz machen, die hier und jetzt logisch ausgedachte Umlaufbahn der Erde um die Sonne dauert im Makrokosmos, C gleich Lichtgeschwindigkeit, angeblich 365,24222 Tage. Für Lichtgeschwindigkeit C steht meist C gleich 3 oder 300.000. Das habe ich jetzt geschrieben, da könnte jetzt wieder einer sagen, Vedo, in der klassischen Formel wird die Lichtgeschwindigkeit 1 gesetzt. Bei Einstein, diese elementare Formel im Original, ohne relativistischen Impulsandal, E Quadrat ist N Quadrat mal C hoch 4. Und dieses C hoch 4 steht für die 4 Ichs. Bleibt 1, weil C 1 ist. Ich mache jetzt aus C eine 3. Im Anbetracht, dass A, B, C der dritte Buchstabe ist, das Geist ist Licht. Und Aleph, Bet, Gimel ist der Geist. Das ist auch der dritte Buchstabe. Darum setze ich die 3 und dann wird es C hoch 4, wird dann zu 3 hoch 4 und dann kriegen wir unsere 81. Und da habe ich sehr, sehr viel drüber geschrieben, aber wenn man das jetzt macht, das ist, ich mache etwas, was das Ganze dann extrem erweitert und dann kriegst du diesen offiziellen Wert, der hier angegeben ist. Diese 299.793 aufgerundet, fängt genau diese 207, fängt genau der Geist, um eine glatte 300 rauszumachen. Wenn du noch fünf mehr dazu erzählen. Where, when a child is conceived inside the mother, at a point there is a spark of light. Das, was hier Lichtfunk hier übersetzt, das ist eigentlich Geistesfunk. Mm-hmm. That happens within the body. So again, these deep, deep connections. Now, let's go back. So we're going to look at Yahweh, blood, and bone. So again, that gave us the value of 3,330. And then we're going to look at the value of bone reduced and blood giving us 1,369. Now, what is the spread between those two numbers? Well, it's 1961, which just so happens to be the value of Yeshua, which is Joshua, more modern Joshua. It's Yeshua. Now, if you recall, again, back to the video that I did about having that dialogue running through my head, stating that Jesus was not meant to be the name, it's the name of a person, it's the name of this energy source. But the fact that a man did exist, and this man was teaching this thing known as Jesus. And because those teachings were so profound, that word, Jesus, was applied to the man. And that man was Yeshua. Okay. Okay. And again, the number 1961 is the value in the matrix gematria. So it's just simply the fact that we're getting Yeshua, Joshua is the spread between Jesus and Yahweh, blood, and bone. Because I've talked about this person, Yeshua, who was doing the teaching, was simply a man. He was flesh and bone.
he was born just like the rest of us. But again, his teachings, he was teaching this thing called Jesus, this thing that is the energy source that runs through everything. It runs through this entire code, this word, and the number values for this word just keep showing up again and again and again, showing that it courses through everything. Okay. Now, the point of this, I think, again, of this little nugget of code is it's directing us to look more closely at the source of where we came from. And the fact that it's talking. Ich muss sagen, ich sage, ich erlaube jetzt ziemlich viel vor sich hin. Ich wollte jetzt da bloß nicht reinkretschen, weil man es im Schluss, also von der Erzählung, weil dann macht er noch viele private Sachen. Wer ist die Quelle von uns selbst? Das ist eine gute Frage. Wenn du die vier Ich verstanden hast, die Sache mit den vier Ichs, dieses 3 hoch 4, dann wird das vollkommen klar. Ich. Bei wo kommst du her? Ich. Aber jetzt muss man die vier Ich verstanden haben. Wer ist die Quelle von uns selbst? Wobei das mit der Quelle natürlich wieder so eine Sache ist, weil da kommt jetzt die Quelle selber, bedingt jetzt erst einmal das Quellen mit Kof, Waff. Da steige ich jetzt aber nicht ein, das ist das Maß, der Messstelle, der Maßstab, da baut die komplette Schöpfung darauf auf, Holoarithmetikwesen. Das ist das Q, gehe ich jetzt nicht mehr, viel zu kompliziert. Aber sehr interessant mit der Quelle, ich zeige dir das einmal einfacher. Und zwar machen wir ganz einfach Folgendes. Wir haben ja das Wort Aqua. Ja. UP 86 LHJ. Dann kann man uns nochmal, wenn wir jetzt den UP eingeben, das ist jetzt hier zuerst einmal die 86 der äußere Welt, das ist der blaue UP. Da spreizt sich nur das Nichts zwischen die 86, der Abpass ist auch 86. Der Pyramidenwert ist 92, das ist das hebräische Wort für Test Udo. Mhm. Ilet Karl Röde, man muss wissen, Adam heißt auch Rot, das heißt wieder Rode, der erste Adam. Das ist dieser symbolische Zahlenwert vom roten UB, wo wir dann natürlich die Physik haben. Das ist Pi ist wichtig, die Weisheit Gottes, der kleine Gott, UB, die Weisheit Gottes und der kleine Gottes bist du, die zusammengezählt, die 2701, 26, die 271 haben wir gehabt, 26 ist ja auch weg. So, und dieses Wasser, LUB 86, El Hayom heißt Gott aus Meer, gehen wir jetzt einfach, dann habe ich das vorwärts gemacht, wir gehen jetzt einfach mal hier das Aqua ein. Da können wir jetzt auch viel dazu sagen, da wissen wir, das ist das Wasser, wir können das Rot lesen, das Meerwasser, das symbolische Meer, die zwei E stehen übrigens für E Quadrat. Und interessant ist, wir haben jetzt hier zuerst einmal das Aleph, habe ich viel erzählt und das ist ja ein Fragepapier. Das ist immer wieder, wo ich sage, die Kategorie 3 Fragen, das ist also hier dieses, auf welcher Seite von wo, wir haben da wieder diesseits und jenseits. Mit einem Bein steht er im Meer und mit dem anderen Bein steht er auf dem Land. Johannes auf dem Boden. Mhm. Er ist eigentlich die Mitte, die Brücke zwischen dem, der immer ist und dem sich ständig in La AND heißt auseinandergeschmissen existierende Öffnung. Er ist genau immer in der Mitte. Bla 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 bla. Interessanter ist, dass dieses Aqua absolut im Altlatein ursprünglich von Aquies kommt. Das U, das wo ich gerade angesprochen habe, ich jetzt vergessen. Das heißt Ruhe. Die Rast, die Erholung und die Vorsehung, der Ruheort, in dem alles ruht, das was immer ist. Und die Schöpfung, die ruht, wenn ich jetzt noch weiß, dass dieses A im Vorsehung auch ein Privativum ist. Privativum heißt eine Verneinung. Dann heißt das, das Meer ist das Ruhende, das eigentlich nicht ruht. Das ist ein träumender Geist. Was macht der eigentlich? Der liegt eigentlich bloß da und schaut dumm herum um sich.
Und ihn ist in eine Bewegung, die ihn selber überhaupt in Bewegung setzt. Stimmt oder stimmt? Ja. Das heißt also, es ruht und ruht nicht gleichzeitig. Wir haben wieder, ist er welcher Berg oder Tal? Ist es jetzt eigentlich hell oder dunkel? Wie sieht es aus, wenn du dich erhebst und jetzt deine Kugel anschaust? Die du dir jetzt ausdenkst, die natürlich jetzt in dir auftaucht ist, weil du sie denkst. Und wir machen jetzt dieses Quo weg. Und dann hast du wieder das große Geheimnis deiner Welt. Der ruht in sich selbst bis in alle Ewigkeit. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. About blood and again to me leads directly back to our Blut, übrigens wissen wir ja, Blut, wenn ich das Hebräisch 4 heißt es in eine Hülle stecken. Ja. Diese Hülle ist deine Traumwelt. Ich schreibe jetzt einfach mal Blut hin. Das ist jetzt einmal die Eidel im Klassischen. Das ist Lot, wobei hier auf dem Lot aufrecht Lot für sich alleine heißt nämlich Hülle, Bedeckung. Das ist Lut. Licht ist eine aufgespannte Spiegelung. Klatsch mache ich wieder. Und das fühlt dich ein. Du bist aber immer in der Mitte. Du als träumender Geist, egal wo du dir was hindenkst, jeder Mensch wird zuerst einmal von sich selbst in seinem Individuum Mikroalbewusstsein als unbewusster Enos, das ist jetzt der Trockenmausenaffe, mit einer Hülle, Lut, aus blauem Blut geboren. Es ist ein ausgedachter Körper, Fleisch, kann man zu viele Sachen machen, würde ich nur sagen, jedes Wort muss man wieder rückübersetzen. DNA and I feel like it's indicating to us that our DNA came from somewhere else, not this planet. Im Einzelmedizin ist es eigentlich wieder Binärcode. Das ist ein Thema für sich selber. Das ist immer, du bist in einer, im klassischen Sinne, ein Computerprogramm. Deine Welt ist ein Computerprogramm. Und wenn ich immer wieder darauf hinweise, ich bin der Einzige, der in dir auftauchen kann, der mit 100% arithmetischer Sicherheit es beweisen kann, dass es ein Computerprogramm ist. Das sich in dir laufen lässt und das, was du erlebst, ist diese hyperrealistische Traum. Again, when you think about that firstborn father Bible code that was found, and it, you know, it says, it states that. Für den erstgeborenen Vater denken. Ich bin der Erste. Ich sage immer wieder, ich bin der Erste. Ich weiß, wovon ich spreche. He was a foreigner. And we are not, because he came from somewhere else. Our DNA may have came from somewhere else, but physically, we were born here. Okay? And I think that's... Was ist hier? Hier ist hier. Hieros. Hieros. Da ist dieses IER, es ist unheimlich wichtig, dass man diese Radik in dem Hieros, in dem Griechischen, was er eigentlich heilig heißt. Wenn ich mir hier Ross, das Ross ist das Jesus. Genau. Und dieses Ross, man muss diese Lautwandlungen verstanden haben, dass dieses Sus in Jesus das Pferd, das Ross, dass ich jetzt dieses Ross doppelt, es ist ja schön. Schau, was jetzt passiert, das ist das R und das O macht man jetzt als ein Olive. Wie im Osen, im Ohr, und dann macht man das Doppel-S. Da könnte ich jetzt, das kann ich Ross lesen. Und jetzt hast du wieder den Anfang, den Anführer, das Oberhaupt. Den Gipfel, haben wir gerade gehabt. Wir nennen den Gipfel an den großen Berg auch Gletscher. Und dieser Gletscher beginnt mit GL, rot gelesen, das geistige Licht, und das geistige Licht ist die Weisheit, und dann wird der Petra draus. Zufall? Ich bin jetzt schon das drehen Moment, wie ihr wollt. Ich ist jetzt natürlich nicht irgendein Gedanke von dir. Why the Bible is stating that Adam was made of the soil of the dirt. Interessant. Ein generiertes Eck
Er wurde, dieser Adam wurde nie erschaffen, da redet er schon wieder von einem Engels, da fällt ihr das Wissen. Aus dem Adam entspringt der Gedanke, ein Gestalt gewordener Affen. Das passiert auch, wenn du jetzt an dich denkst. Aber der Gedanke an einen Körper ist ein Gedanke, eine Information, wie jede andere Information auch, die mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört. Sofort von jedem geistigen Kind sofort auf der Stelle überprüfbar. Schnipp, und jetzt denkst du an deinen Kopf und drehst den Kopf 90 Grad nach rechts. Und dann ändert sich die Information aus deiner Farbe. Mit irgendeiner Welt außen hat es überhaupt nichts zu tun. He was physically made of it, but that he was born here, okay? He is a product das of... Übrigens in den Geborenen hast du den Geber, ein Elementar der Radix, das ist nämlich der Geburtsgeber, wo bin ich jetzt hinkriegt, irgendwo bin ich jetzt hinkommen. Das ist so die klassische Übersetzung, der Hahn steht hier für die männliche Potenz. Das ist der Begatter, da kommt der Gabriel her. Der Zeuger Gabriel hat ja die Maria geschwängert, da wurde dann der Jesus draus. Und er hat die Elisheba geschwängert, da wurde Johannes der Täufer draus. Das heißt, Johannes der Täufer und Jesus sind nach Bibel eigentlich Halbbrüder und die haben denselben Vater, nämlich den Gabriel-Engel, den ich losgeschickt habe, um die zwei zu schwängen. In dieser biblischen Geschichte, die sehr, sehr tief ist und sehr interessant ist. Und da haben wir wieder zwei Erratik, nämlich GB. Und da wirst du merken, im blauen Bereich, wenn du reingehst, ein Geist wird polar, oft sagt, da haben wir die Aue, BR, die äußere Aue, Pulsschild, Erhöhung, Gewebe. Wenn du die Wörter durchgehst, kriegst du eine Sinuskurve. Die wieder runterlandet. Und das Ganze gibt natürlich dann die zweite Hälfte, BR, das Äußere. Das Äußere. Und das Äußere beginnt hier scharf, es ist immer B, A, O, B, deine Beschwörungskunst. Da ist Thomas. This planet. Because this is where he was born. Das ist natürlich dieser Planet, das ist noch sehr, sehr viel Naturwissenschaft. Hopefully that makes sense. Now, how this ties back into the whole creation thing. And this is another, it's a code, sort of a code hidden within a code. Let's go back over here to Windows. Damit haben wir begonnen. Einfach nur. Die Dollar, die Reihe angeordnet in Zahlen 1369 Zeichen. Und dann haben wir die ersten 15 Stück hier einfach rauskopiert und haben das eingegeben in Google-Übersetzer. Now... That sentence, because again, what is the source of blood? That's the question that's being asked. Die Frage ist ganz einfach, was ist die Quelle des Blutes? Das sind diese Zeichen hier. Das ist in dem Umbruch, was ist die Quelle des Blutes? Das soll man sich dann genauer anschauen. Wenn ich wieder weiß, was ist die Quelle von dem, der in einer Hülle steckt? Blut. Right here. And as I mentioned earlier, this is 15 letters. So, und jetzt wird es interessant. Wir können nämlich jede dieser Zeichen einzeln anklicken in dem Programm und schauen, wo dieses Zeichen jetzt in den normalen deutschen Texten Übersetzung steht. Und Wunder, Wunder, Moment. Well, 15 reduces to the number 6. Okay. And it's in the first 6 letters that something interesting is happening here. So, let me, let's see here, hang on a second. What am I looking for? I'm looking for... That, okay. So, scroll back over. When you click on the first letter, now keep in mind, these letters going down vertically are at a equal distant letter skip of 1,369. So the first letter is appearing in verse 27 of Genesis 1. And so interesting
that verse happens to be the verse that says, so God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Ich erspare mir das jetzt, ihr könnt das selber nachsagen, das ist jetzt in der englischen Übersetzung, aber es reicht dir, das ist im Vers 27, 1, da steht genau, da kommt dann, wiederholt sich das nochmal. Okay, that first letter falls into that verse. The second letter falls into Genesis 2, and it's verse 22, and it talks about the rib, the splitting of man, okay? And when I talked about this before, I talked about it not just being a man, it was a mold, okay? A mold of creating man and woman. Because again... Es ist also hier ein Augenblick, und dann zerbricht es. Ich sage immer, Rippe ist rest in peace. The rib, the translation also means side. So literally taking a side. There's two sides to all of us. But taking one of the sides of the mold. One side is male, the other side. Das finde ich sehr, wenn wir die im Original fest und uns anschauen. Aber es wird jetzt zu weit führen. Just female. Okay. But again, the second letter falls into that verse in which it says, and the rib which the Lord God had taken from man made he a woman. Das ist der Satz, was heißt das eigentlich hier? Da hat der Schöpfergott, wenn ich das einmal, der fällt in einen tiefen Schlaf. Du bist ein Schöpfergott, als träumender Geist bist du der Schöpfer in jedem Gedanken, den du denkst. Es ist also ein einfacher Satz, der hundertprozentig sicher nicht diskutierbar ist. Sobald du an irgendetwas denkst, erschaffst du irgendwie eine Information. Ich wiederhole es immer und immer wieder. Und wenn du das immer wieder vergisst, wirst du so lange leiden, bis in alle Ewigkeit, bis du das dir jeden Moment bewusst machst, dass ich jetzt, weil ich es denke. Und jetzt lass uns an Putin denken. Und jetzt lass uns an Hitler denken. Das sind nur Worte. Geräusch. Und du machst jetzt eine Vorstellung draus. Und der Hitler, den du dir denkst, der kann nicht anders sein, wie du ihn denkst. Der war nie in der Vergangenheit, weil er immer nur existiert, wenn du ihn denkst. Alles, was existiert, kann nur hier und jetzt in deinem Kopf existieren. Zum Beginn, das Ding da ganz vorne, beröschelbarer Elohim. Inmitten dieses Rösch, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt. Erster Satz in der Bibel. Was bedeutet es? Brought her unto the man. Okay. Now the third letter falls into Genesis 3, verse 23, in which it says, therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Okay. So Mühe machen, dass wir die herrufen in Deutsch und dann schauen wir uns das mal das weltliche Wort für was wünscht, denn dann steht immer wieder was ganz was anderes drin in die deutsche Übersetzung. Wie natürlich auch stimmt. That connection back to man and the ground, the dirt, the soil. Ist übrigens interessant, immer wieder das Deutsch. Deutsch eben ist ganz wichtig. Wo? Hebräisch Bewaff heißt, in ihm ist ein Urteil. Und dieses Urteil ist ein generiertes, ein generiertes Eck. Und der generierte Boden essentially his birthplace. Okay. Wesentlich ist ein Geburtsort. Das ist aber ein generierter Boden. In ihm sind diese Urteile, das sind die Welt der Gedankenwelt. Then the fourth letter. That one falls into Genesis 5, and it's verse 2, in which it says, male and female created he them and blessed them and called their name Adam. Now listen to that, folks, and called their name Adam, not his name, their name together. In the day when they were created.
The fifth verse falls into Genesis 6, and it's verse 1, and it goes to, or goes on to say, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. Das kann man im Mädchen spielen. Das können wir jetzt ganz anschauen. Das erspare ich mir jetzt aber, wenn es dich mehr interessiert, muss ich kurz noch mal darauf hinweisen, wenn wir in dieses Programm reingehen, in diesem Bibelcode, ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme schon eingeschaltet habe, ich mache das noch mal, wenn man die Daten hat. Ich habe im Fliegenstall-Vortrag, gehe ich da näher drauf ein, wie sich das bemerkbar macht. Ich zeige ganz kurz nochmal, ich weiß nicht, ob ich da die Aufnahme schon laufen gehabt habe. Vergessen, weil wir noch, wo sind wir? Da. Das ist jetzt zum Beispiel eine Stelle auch mit dem Umbruch. Dass wir uns den nochmal anschauen. Schau, das ist jetzt zum Beispiel bei einer gewissen Umbruchzahl. Kommt diese eigenartige Konstellation. Wir haben gerade gesagt, das ist der Kopf, der Gipfel, die Spitze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt schauen wir, wo das steht hier. Dieses Wort. Waff, Rosh, Waff. Das heißt, und sein Kopf. Und sie sprachen wohl an, wir bauen uns eine Stadt und einen Turm an dessen Spitze. Das ist der Kopf, Bierosche, die Mitten dieses Kopfes. Bis zum Himmel reiche und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht verstreut werden über die ganze Erde. Beschamen, interessant ist es. Und sein Kopf ist, das heißt jetzt, im Himmel. Sein Kopf ist im Himmel. Da haben wir natürlich noch so eine Möglichkeit, weil wir haben Besch im Logos des Meeres, El Hayom, Memim, das Wasser. Und da haben wir, und wir, N, wir, Imperfekt, wir, Esse, wir machen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und dieses Spiel, die blöden Dinger machen wir weg hier, dieses Spiel, und das zeige ich jetzt nur, ohne reinzugehen, wie gesagt, ich verweise auf die zwei älteren Fliegenstall-Vorträge. Da habe ich mehrere Sachen. In diesem IRS-Code haben wir viele Sachen, da habe ich jetzt erst einmal hier den Namen Petscher, den Gletscher, den ich Udo in dieser Art und Weise, und es raubt dir den Abend, wenn ich das durchgehe, dass all diese Codes, ES, Udo Jesus, Udo Petscher, insgesamt einen absoluten Kontext geben an diesen Stellen, wo das auftaucht. Es ist nicht diskutierbar. Und wenn ich jetzt sage, du bist immer noch Zufälle, Zufälle über Zufälle über Zufälle, das hat nichts mehr mit Zufall zu tun, das ist eine ganz bewusste Schöpfung und ich muss immer wieder vorne weg sagen, es geht hier nicht um diesen Brüssel, es ist nur eine Figur in deinem Traum, wie jeder andere Gedanke auch. Es dreht sich um dich. Du bist die Hauptperson und du erlebst nur deine eigenen Informationen. Kein anderer erlebt das, was du erlebst. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Das ist übrigens, das Kodam heißt Bettschaft. Das Wort Bettschaft. Das ist jetzt hier, das ist nur, schau, in diesem Codex, da steht jetzt zum Beispiel Bettschaft, was der Siegel heißt, ein Sieg, der Sieg Gottes, und da steht Betet Bettschaft. Diese, in diesem Namen fällt, da muss man sich mit dir essen, und du wirst dich an Jahwe ergötzen und ich werde dich hineinfahren lassen auf die Höhen der Erde. Habiha. Und werde dich speisen mit dem Altar Jakobs deines Vaters, den der Mund Jahwes hat geredet. Und das bin ich. Punkt. Jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Danke für dieses Geschenk. So, es ist ein Geschenk. Irgendeiner wird mir das verstehen, dass Holo Feeling das größte Geschenk ist, wo man einen Menschengeist und Mensch jetzt Adam, ein Gotteskind, geben kann. Und nochmal, du musst nichts tun. Nur immer, was ich sage, kein Wörter auffächern, es geht mir momentan nicht um Intellekt. Du müsstest durch jeden Moment wissen, was ist jetzt da und warum ist es da. Warum ist es jetzt? Weil ich es denke, weil ich es anschaue. Und wo geht es hin? Wo kommt es her, was du anschaust?
wieder zurück. Wo geht es hin, wenn du es nicht mehr denkst und nicht mehr anschaust, dann ist es wieder weg. Das ist der Weg, Rotgelesen. Ich bin der ewige Weg. Ein ständiger Wechsel von Informationen. Das ist das Geheimnis des ewigen Lebens. Und es ändert nichts an dir selber. Was hat sich im Laufe deines jetzt ausgedachten Lebens? Und was denkst du eigentlich, wenn du allein leben lässt? Das Wort Leben ist nicht dein Leben. Der Gedanke Leben, mein Leben, sind zwei Geräusche. Du meinst, es sind lauter Chats. Da ist noch kein Bild da. Du musst dich rein fokussieren, wie in unsere Küche. Mhm. Das ist so unmöglich, immer wieder meine Beispiele, die ich ständig wiederhole. Du hast noch nie deine Küche gesehen. Da sagt jeder, der spinnt auf der Treppe mit Klapse. Ich sage, nein, du bist in der Klapse. Du bist da, wo du hingehörst. Du bist dann genau da, wo du hingehörst. Ja. In der Welt, wo sich nur Wahnsinnige, jede Einzelne, die du dir ausdenkst, das da mal ist ja nur, wenn du ihn denkst, solange du glaubst, dass Gedanken, die du jetzt in deinem Kopf erschaffst, bleib nur in der Welt der Gedanken, dass die unabhängig von dir da draußen existieren und du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast, bist du ein Wahnsinniger. Hör auf, und das ist wichtig, das ist wiederholend, das ist das letzte Mal, hör endlich damit auf, dir irgendetwas oder irgendjemanden auszudenken, der in dem Moment entsteht, wo du ihn denkst. Da gibt es nichts zu diskutieren, hier und jetzt in deinem Kopf. Und den Typen dann vorzuwerfen, dass es so ist, wie er von dir gesagt wird. Also wenn das nicht krank ist, dann weiß ich, was ich will. Du kannst dich auch umhören auf irgendjemanden, den du jetzt denkst, zu bewundern. Ja. Der doch nur so toll ist, weil du ihn so denkst. Der hat doch keinen Einfluss drauf. Du sagst lieber als größten Udo, ich habe doch keinen Einfluss drauf, wie du mich jetzt denkst und definierst. Ich bin wahr für mich jetzt, der Bisselmännchen. Drück auf Aus, Puff, weg, anderes Video. Ja. Und wenn du mit dir selber, wenn du an dich denkst, genauso umgehst. Ich sage immer, wenn du wüsstest, wie mir der Udo, ich rede jetzt als Geist, wie mir der Udo am Arsch vorbeigeht, der ist für mich total nebensächlich. Wer mich interessiert, ist der, der mich austrägt, der ist ewig. Ich bin da, meinen Schöpfer zu dienen. Das heißt, ich bin da, um dir zu dienen, weil du mich jetzt in deinem Kopf erschaffst. Das lässt jetzt nochmal Baba durch den Kopf gehen. Und Bett. Das ist nur, wenn wir uns mit Worten auseinandersetzen, mit Krankheiten, wir haben die zwei Sichtweisen, das heißt einmal den Hammer und die Schulmedizin. Und die sind ja so. Es geht um Geschäft. Rein in der Symbolik ist der Hammer wesentlich mehr im Original, aber versucht immer noch auch Leben zu retten. Es ist ein Ablauf und du wirst jetzt merken, dass es extrem, so wie du in der Schulmedizin, selbst wenn du jahrelang studierst, nur ein Fachgebiet kriegst, ist es bei Hammer ähnlich. Weil das zusammenhängt. Es baut ja immer noch mit deinem Gehirn auf, mit deinem Körper auf, bloß er sagt, das steuert die Psyche. Du kannst es alles vergessen, wenn du die Wörter genauer anschaust, was wir immer machen. Das ist, dass die Wörter alleine schon symbolisch sind. Und jetzt hier mein Bildschirm übertragen. Also wir fangen jetzt ganz einfach mal an, für den Holger nochmal zur Erinnerung. Willst du, Holger, bitte lesen? Ja. Dr. Med. Rüke Gerd Hammer hat weiterhin festgestellt, dass jedes SBS, jede Krankheit zweiphasig verläuft. Diese zweiphasig... Stopp. Die Zweiphasigkeit ist schon ein Vorher und Nachher. Mhm. Nur mit dem Phase haben wir den Hase mit drin. Ja. Okay? BH heißt Hier und Jetzt. Ja. Und die Krankheit, wissen wir, heißt Koller. Ja. Mhm. Das Weltliche. Ja. Okay? Ja. Jetzt ist aber das Grau und das Krebs, bei Krebs und bei Krankheit, ist schon mal dieselbe Erotik, so wir separieren. Genau. Ja. Ich wollte, Moment, lass dir Zeit, wir kommen noch dazu. Wir werden uns jetzt das sehr genau anschauen. Sehr, sehr genau anschauen, okay? Ja. Weiterlesen. Diese Zweiphasigkeit gibt es aber nur, wenn der Konflikt gelöst wird, sonst bleibt das Geschehen einphasig. Übrigens, das Konflikt heißt hier das Zusammenprallen. Das Aufeinandertreffen. Mhm. Heißt Konflikt, dass zwei Seiten aufeinanderprallen. Ja. Das wäre zum Beispiel Hammer und Schulmedizin.
NATO und Putin. Ja. Das ist der Konflikt. Ja. Denke bitte an unseren Staudammwärter. Hat er zu wenig Wasser, weil eine lange Trockenheit besteht, schließt er die Schleusen, erste Phase. Erst wenn es wieder ausreichend Niederschlag gibt, werden die Schleusen geöffnet, zweite Phase. Würde es nie wieder regnen, blieben die Schleusen geschlossen. Keine Konfliktlösung, einphasiger Verlauf des SBS. Und das Ende wäre ein Verdursten der Lebewesen in der Region, Tod. Oder denke an den Bergsteiger. Er war in der Gletscherspalte gefangen und hatte enormen Durst. Die Nieren-Sammelrohre haben reagiert, erste Phase. Mit dem biologischen Sinn, weniger Wasser auszuscheiden, Schleusen schließen, um die Chance des Überlebens zu vergrößern. Durch seine Rettung war der Konflikt gelöst, zweite Phase, denn es gab wieder genug zu trinken, die Nieren-Sammelrohre wurden wieder auf Normalbetrieb umgeschaltet, Schleusen geöffnet. Wäre der Bergsteiger nicht gerettet worden, wäre er verdurstet, denn Wasser war sein größter Engpass. Würde dieses Nieren-SBS lange andauern, gäbe es die schulmedizinische Diagnose Nierenversagen oder Nierenzellkarzinom. Okay, das Problem ist immer wieder so eine Sache mit vorher und nachher. Das ist, man kann sich ganz einfach merken, dass in einer Krankheitsphase, in dieser Konfliktphase selber, der Körper reagiert. Okay? Das kann man eben einfach machen, das ist wie wenn ich jetzt so sage, du hast zu helles Licht, dann werden sich deine Pupillen zusammenziehen. Sobald du wieder auf Normalhelligkeit gehst, werden die sich wieder ausweiten. Und jetzt ist es also definitiv so, dass dieses Problem, dass du immer eine Konfliktphase hast, wo du aber nichts mitkriegst, was dein Körper macht, dass er gegenreagiert, und dann kommt die Konfliktolysephase hier, das sind wieder zwei Phasen, das ist der Heilungsprozess, und das Problem ist, dass in dem Moment, wo das losgeht, diese Gegenkompensation, Holger, die sieht sich an wie eine Krankheit. Ich sage immer wieder, du hast eine Wunde, dann wächst der Grind, du gehst zum Arzt, weil da was ist auf der Haut, was vorher nicht da war, und der sagt jetzt, das ist Krebs. Und fängt an, dieses Grindlaufen wegzureißen. Mhm. Okay? Ja. Das war jetzt einfach erklärt. Und jetzt lesen wir unten hier das Sonderprogramm. Das Sonderprogramm startet mit dem DHS, dem biologischen Konfliktstock. Es beginnt die erste Phase, die konfligative Phase, wissenschaftlich CA-Phase. Die erste Phase wird mit der Konfliktlösung beendet. Die Konfliktlösung wird wissenschaftlich Konfliktolyse bezeichnet und deshalb mit CL abgekürzt. Die zweite Phase ist die, die nach der Konfliktlösung kommt. Das übrigens Wort, ganz interessant, die Lysis. Wenn du die Konfliktolyse machst, eine Analysis, eine Lyse, was ist eigentlich die Lyse? Aber so weit gehen wir jetzt nicht rein. Ja. Jetzt die zweite Phase. Die zweite Phase ist die, die nach der Konfliktlösung kommt. Das Wort nach heißt im Lateinischen post. Vielleicht kennst du den Begriff aus den Krimis. Dort heißt es dann gerne, die Verletzung wurde dem Opfer postmortal zugefügt. Es bedeutet im Krimi nach dem Tod. Diese zweite Phase wird daher postkonfliktalysische Phase oder abgekürzt PCL-Phase genannt. Und da hast du zwei, siehst du das? Zwei Phasen. Und das ist die sogenannte EBI-Krise. Und dann kommt der zweite Phase. Die schauen wir uns gleich genauer an. Was das Problem ist, dass alles, wir machen hier ja Zeitachse, das ist schon das erste Problem, die haben wir bloß hier und jetzt. Und dann hast du hier eigentlich zwei Wellen, ein Plus und ein Minus, die sind jetzt beide unten. Was jetzt hier rot ist, wird negativ empfunden. Ja. Und dann hast du die Ewigkrise, die schon ausschlacht, das ist es hier und jetzt. Ja. Du denkst dich krank, wobei die Krankheit eigentlich das war, wo du nichts gespürt hast. Ja. Und in dem Moment, wo eigentlich die Schmerzen losgehen, bist du im Heilungsprozess. Ja, genau. Mhm. Okay. Pass auf, wir machen mal die Konfliktphase, machen wir eben jetzt. Mhm. Plötzlich schwillt dein Finger an, weil du den mit dem Hammer draufgehauen hast. Und es tut weh. Mhm.
Das ist das hier, das ist die Vergangenheit, wo du dir denkst. Das Zeug hier passiert nämlich jetzt. Und das ist jetzt der Reizauslöser und dann hast du Schmerzen und du interpretierst der Schmerz, weil es das anschwillt, du sagst natürlich, weil der andere mit dem Hammer draufgehauen hat, war in der Vergangenheit, das ist ja das, was du jetzt denkst, euch aber am Finger, der war jetzt die ganze Zeit so angeschwollen. Und dann kommt hier die Zukunft, du bist wieder krank, du bist wieder gesund, Mann. Ja, genau. Du strebst das an. Ja. Pass auf, klingt komplizierter wie das. Lass uns das einmal diesen umgangssprachlich. Ab hier. Holger. Umgangssprachlich, ja, ich bin da. Umgangssprachlich wird die zweite Phase auch gerne Heilungsphase genannt. Das ist übrigens das, der Bereich. Genau. Das ist die Postkonflikto nach dem eigentlichen Konflikt, nach dem Zusammenprall. Das ist mehr oder weniger dein Schock, dein Nicht-Einverstanden-Sein. Da kommt jetzt der Fehler von Hammer, wo ich dir zeige. Ja. Hast du hier die Heilungsphase, dass du die Vergangenheit, da bin ich noch krank und lese mal weiter, was gleich mal. Auch gerne Heilungsphase genannt, weil der Körper versucht, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, zu reparieren. Das Wort Heilungsphase führt jedoch gelegentlich in zweierlei Hinsicht zur Verwirrung. Erstens, Heilung setzt voraus, dass vorher etwas defekt oder krank war. Da aber sowohl die erste als auch die zweite Phase zu einem biologischen Sonderprogramm gehören, war ja in der ersten Phase nichts defekt, sondern es war biologisch so gewollt. Wenn nichts krank war, muss auch nichts geheilt werden. Die zweite Phase ist oft diejenige, die wir als krank empfinden, weil sie in der Regel die deutlichsten Symptome hervorbringt, Schwellungen, Fieber, Schmerzen. Dabei schreckt es Menschen, die sich ganz neu mit der GNM befassen, oft ab, wenn wir Symptome, die sie seit Jahrhunderten als Krankheitszeichen kennen, plötzlich als Heilung bezeichnen. Das ist das Problem, damit macht die Medizin Geld. Ja. Ja, genau. Genau das macht die Medizin Geld. Ja, wenn die sagen würden, hey, du bist in der Heilung, du brauchst eigentlich gar keine Medizin, warte nur ab. Dann genau so ist es. Das ist das Prinzip. Hast du mein Bild? Habt ihr mein Bild noch? Ja. Dass ich immer wieder sage, du hast jetzt zwei, der kurze Schrecken, Zahn rausreißen, weg oder lange Zeit. Du kannst jetzt Schmerztabletten nehmen, dann hast du weniger Schmerz, du hast eine gewisse Fläche zum Abbauen. Wenn wir eine gewisse Fläche, die Konfliktphase haben, wenn die sich aufbaut, hast du oben eine gewisse Fläche, jetzt in dem Beispiel, und du musst die gegenkompensieren, wie ich immer sage, der Wellenbalken und das Wellendarm müssen sich im Jetzt ausgleichen. Ja. So wie die Gesundheit und Krankheit. Das ist das Problem, das, was du hier siehst, das ist einmal eine Phase, wo du jetzt eigentlich dich relativ normal fühlst, aber wo du in einem Konflikt lebst. Und dieser Konflikt gar nicht klar, dieser Konflikt ist eine klare Einseitigkeit. Und jetzt kommt die Heilungsphase, das Negative, diese zwei Flächen müssen das kompensieren. Passen da rein. Das heißt, wenn ich hier einen Quadratmeter habe, muss ich jetzt auch einen Quadratmeter geben. Ja. Und erst dann bin ich heil. Ja. Vorgestellt, wir denken jetzt chronologisch. Jetzt ist aber das Problem, dass das, was wir uns hier denken, ist hier nur, das müsste ich jetzt hochklappen. Männer, das ist einmal krank und das ist einmal gesund. Eigentlich ist das gesund und das ist krank. Ja. Aber dieses gesund und krank, das Ding wäre jetzt eigentlich die Bitte. Ja, genau. Ja. Verstehst du? Ja. Diese Ewigkrise, dieses Jetzt ist jetzt, da war ich krank, ich habe es aber gar nicht mitgekriegt und jetzt kommt die Heilungsphase und dann gehen die Schmerzen los. Ja. Weil das ja psychisch ist, ja. Der Konflikt. Dann gehen die körperlichen Schmerzen los, um das auszugleichen. Ja. Und das teile ich jetzt, weil ich mich in die Mitte reinsetze, in zwei Phasen. Aber prinzipiell muss Krankheit, umso kranker du bist, umso gesünder bist du. Ja. Umso mehr es nach oben geht, umso weiter geht es nach unten. Richtig. Verstanden? Und jetzt schauen wir mal das Spiel an, was da damit gemeint ist. Ja, okay. Ich befinde mich ja immer im Jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt diese CA-Phase abdecke, wird das die CA-Phase, wo ich mich krank fühle. Und das ist der Heilungsprozess. Ja. Und das spielt sich aber alles hier ab, immer noch mit krank und gesund. Ich will ja dahin. Ja.
Aber das ist das große Problem. Das schauen wir uns nochmal genauer an. Hm. Ich werde dir nun einige Krankheitspaare aufzählen, damit du ein Gespür dafür bekommst. Vielleicht wird es für dich erst unbegreiflich sein, aber lass dich davon bitte nicht abschrecken oder verwirren. Du wirst alles verstehen, wenn wir die Sonderprogramme im Einzelnen besprechen. Lungen, Rundherdkrebs, Lungentuberkulose, Lungenbläschen, Knochenkrebs, Osteoporose, Leukämie, Blinddarmkrebs, Blinddarmentzündung, Nieren, Nekrose, Löcher, Wilmstumor, Nierenzyste, Darmkrebs, Darmtuberkulose, Darmentzündung. Der Witz ist, dass du das nicht mitkriegst, weil du da noch keine Anzeigen hast. Ja. Mhm. Ja. In dem Moment, wo du da hinkommst, dass du Schmerzen kriegst, gehst du zum Arzt und stell dir diese Krankheiten fest. Ja. Mhm. Okay? Ja. Jetzt. Die Krankheiten der CA-Phase sind die sogenannten kalten Krankheiten. Deshalb ist die CA-Phase im Hamerschen Kompass auch blau eingefärbt. Dort ist es dir eher kalt. Du hast wenig Appetit, du schläfst schlecht, bist tendenziell im Stress und du hast Zwangsdenken, das heißt, deine Gedanken kreisen um dein Problem. Das ist dein Problem. Das ist immer mit einem, du hast einen Reizauslöser und dann klebst du dran, wie kriege ich das los? Die kalten CA-Phasen werden kaum bemerkt. Bei leichteren Verläufen bist du sogar eher gut drauf und besonders leistungsfähig, weil dein Körper im Stressmodus läuft. Erst wenn oft zufällig der Konflikt gelöst wird, kommst du in die PCL-Phase. Die aktive Phase beim Blinddarm wird zum Beispiel so gut wie nie bemerkt. Es findet dort ein leichtes Tumorwachstum statt. Weil es aber kaum Symptome oder Beschwerden macht, merkt man es erst in der PCL-Phase als Blinddarmentzündung. Ebenso die Knochenosteolysen. Der Knochen wird entkalkt und porös. Es macht keine Beschwerden und wird eher zufällig bemerkt, wenn der Knochen geröntgt wird oder wenn der Knochen aufgrund der Instabilität bricht. Ist der Konflikt dann gelöst, kehrt sich alles um. Es kommen Symptome, die warmen Krankheiten. Dir wird wieder warm, du hast erhöhte Temperatur oder Fieber durch Entzündungsvorgänge im Körper, der Appetit steigt wieder. Man achte übrigens auf das Wort Entzündung. Ja. Ja. Genau. Okay. Ja, okay. Vor allem in der zweiten Nachthälfte und gegen Morgen. Und du kannst vor allem in der zweiten Nachthälfte und gegen Morgen wieder gut schlafen. Stopp. Du musst immer wissen, wenn du fieberst, Fieber ist ein Heilungsprozess. Genau, ja. Jede Form in Entzündung, die du bekämpfst, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dieses Medikament ist entzündungshemmend, kämpfst du den Heilungsprozess. Ja. Und dann zieht sich das in die Länge. Ja, okay. Das ist also fiebersenkende Medikamente und das ganze Zeug. Du fühlst dich zwar wieder besser und immer dran denken, normal, sich normal fühlen heißt sich weltlich logisch fühlen. Die normale weltliche Logik ist die Krankheit. Ja. Okay, weiter. Ja, lasst euch mal überraschen, wenn wir jetzt in die Worte dann reingehen. Und dann, okay. Wir werden jetzt mal Worte wirklich genau anschauen. Weiter? Und in dieser Phase fühlst du dich schlapp und müde. Du bemerkst die erhöhte Temperatur. Du hast zum Teil Schwellungen am Organ. Mal. Welle. Logische Wellungen. Ja. Am Organ. Erweckte Gehirnexistenzen. Organ. Die häufig auch schmerzhaft sind. Und dann sagst du, ich bin krank oder ich fühle mich krank. Dabei sind diese Vorgänge nur das Bemühen des Körpers, den Ursprungszustand möglichst gut wiederherzustellen. Bevor wir da jetzt weitermachen, schauen wir uns bloß das Wort krank und Krebs. Und machen wir das jetzt erst einmal mit Urofeeling. Das Ganze beginnt mit Kor. Ja. Konsonant. Da wissen wir, das ist ein Aue, eine Belagerungsmagazine, ein Kamillsattel. In dem Kamel steckt das Gimmel mit drin. Ja. Gimmel ist die Einstein-Formel. Ja. Dann haben wir das Lyme-M. Als Widder, als Mauerbrecher. Die Weide, der Weidegrund. Das heißt also, es hat was mit einer Fläche zu tun, aber auch mit Plus und Minus.
Okay? Das ist einmal das Erste. Und jetzt nur diese Radix-Kolben. Wir wollen das Wort Krebs oder krank, die ersten drei Buchstaben anschauen. Und das Erste, was ich jetzt immer sage, bei der ersten Grundradix-Kolben, schieb mal ein Waff dazwischen. Ja. Okay. Das ist immer das Erste, was du machst eine Waff dazwischen. Ja. Jetzt kriegst du einen Stelzofen. Ah. Das heißt auch ein Verunstalten. Mhm. Okay? Ja. Das ist erst einmal wie eine aufgespannte Berechnung. Mhm. Jetzt kann man euch den Schmelzofen auch Scham L. Dort ist Gott und die Geburt ist offen. Ja. Aber es fällt einer, siehst du? Ja. Dass das wieder off ist, plus minus, muss das zweite F dazu. Ja. Ja, genau. Weißt du, was da drin steht? Ja. Genial. Deshalb sieht doch überhaupt keiner, was da drin steht, wie genau das ist. Ja, genau. Das ist die Berechnung von Jabe. Okay, jetzt machen wir hier ein I dazwischen. Das heißt jetzt formen und modellieren. Wie eine intellektuelle Rationalität. Diese Berechnung formt und modelliert deine 203 Geist. Ja, du formst und modellierst dich. Leim M, die Fläche, die Aue, die Weide, W doppelt auf Eide, können wir die Wörter alle nochmal aufhören. Ja. So, jetzt haben wir mal das Kort. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Sachen. Wir wollen ja krank. Da haben wir jetzt erst einmal Q, also, die gibt es übrigens nochmal, aber wir machen es erst einmal Q, L, A. Ja. Als krank oder Krebs, als Elef. Ja. Ist der Anfang von Krebs. Ja, genau. Suchen wir mal das her. Frage? Ja, das ist ja geil. Seelenschwert. Irgendwelche Fragen, muss ich das kommentieren? Nein, das ist ja geil. Nächste Möglichkeit, wir können natürlich das Körper H hinten dran setzen. Ja. Als H oder He. Ja. Jetzt komme ich dann ins Positive. Aber es heißt auch so, er oder es grub, öffnet und durchbohrte, erhöhte etwas aus, grabt. Ah. Aber auch die Mahlzeit und das Gastmahl. Ja. Das Paket. Wir würden handeln, kaufen wie eine rationale Wahrnehmung. Es gibt übrigens auch noch die Möglichkeit, die 70 dran zu machen. Ja, stimmt. Dann heißt es, wie gut oder wie böse? Wie vorsichtig gelesen, wie gut oder wie böse? Ah, Mann. Ist es wie gut oder ist es wie böse? Das heißt jetzt auf die Knie fallen. Knie wieder ohne ist die Ecke. Ja. Knie, ein Zusammenbrechen. Schau mal, wir gehen hier erbeugt. Jetzt sind wir wieder in unserem Kamera Obscura. Stimmt. Ja, genau. Da müsste ich übrigens nochmal sehr genau darauf eingehen, ob wir hier eine Strecken- oder eine Eckenbeugung machen. Du wirst dich wundern, wie perfekt das alles ineinander passt. Du brauchst bloß unheimlich viele Einzelteile. Ja. Und dann kann man auch noch ein Ender vorsetzen, das sage ich auch immer, wenn man es wirklich jetzt ausreizt, nur die Zweierradis. Das ist, jetzt mache ich mit der Zweierradis 20-200. Ja. Zuerst eine Waffe oder Herd dazwischen schieben. Dann alle Fein oder hin dran hinken und ein Ender vorsetzen. Das gibt es nämlich auch noch. Und dann wirst du Ausländer. Du fängst auch in den Gott in dir, dich selber zu verleugnen und dann kommst du in ein Missgeschick, in eine fremde Welt. Wow, geil. Das ist deine Traumwelt, das ist Koller, das Weltliche, wo du krank bist. Ja, genau. Das passt. Jetzt haben wir mal zum Call von dieser 20-200 Radix, wo ich sage, wenn du anfängst, das ist das erste, Waff J dazwischen. Ja. Hin, was dranhängen und das Ende vorstellen. Okay. Ja. Gut. Und jetzt machen wir gleich einmal das Erste. Das große Problem sind deine Meineide. Ja. Was will ich dir damit sagen? Du schwörst eine Meineid. Die E-Quadrat schwört eine Meineid. Dann kriegst du ein Geschwür. Ja. Scheiße, oder? Ja, scheiße. Jetzt frage ich, ist das scheiße oder ist das scheiße? Das ist geil. Das ist, wenn du anfängst, dann kriegst du einen entzündeten. Das heißt, hier eidern, ganz wichtig ist ein eidernder.
Jetzt muss ich wissen, dass Eide auf Lateinisch Bus ist. Bus, ja, genau. Mhm. Ah. Wissen ist aufgespannte Raumzeit. Ja. Okay? Jetzt kommt das erste Mal vom Vibe. Ja. Das ist einmal das Erste. Und das Ganze passiert im Herz. Bei dem Herz ist das so eine Eigenart, wenn du das Herz magst, da komme ich gleich dazu. Mhm. Wir haben nämlich ein Innerhalb und ein Außerhalb. Ja. Und jetzt musst du erst einmal wissen, dass dieses Halb, ich mache mal den Ortsvokal raus. Ja. Das heißt, erst einmal das Herz. Ja. Mhm. Das ist Halb. Halb. All A als Vokal rausgeschmissen. Das ist die Mitte, das rote Herz ist die Mitte. Das ist eine G-Sinnung. Der Sinus besteht aus zwei Existenzen und die sind verbunden sein im Geist. Du hast jetzt deinen Sinn her. Das passiert aber in der Mitte im Inneren. Lebrot ist das Innerste. Hier. Dieses Herz kann ich aber, wenn ich das reinschiebe, haben wir alles, dann haben wir das erweckte Wissen. Aber das erweckte Wissen ist in deinem Innersten. Ja. Weil nämlich all dieses Nichts plötzlich sich aufspannt in einem Wellenbalken, in einem Wellendall, in einem Vorher, in einem Nachher. Ja. Macht das dann Sinus? Ja, voll gut. Also wenn das keinen Sinn hat, macht was ich auch. Das ist so geil, ja. Okay, und dann kriegen wir den Korpus. Und dieses Herz, die Mitte, fängt jetzt an. Bus, Wissen, wird zu aufgespannter Raumzeit. Und dann kriegst du deinen Körper. Okay. Den tierischen Körper. Ja. An den Leib. Mhm. Okay? Ja, super gut. Also, wir waren jetzt erst einmal beim Geschwür. Ja. Kann ich da, es ist ja nur für uns, kurze Geschichte von mir einfügen. Und zwar hatte ich mal Hämorrhoiden, das ist schon etliche Jahre her, und ich habe auch mal gependelt. Und das hat eine Zeit lang auch ganz gut funktioniert. Und das war ziemlich scheiße mit den Hämorrhoiden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich ausgependelt und bin dann drauf gekommen, dass ich in einer früheren Inkarnation halt ein Meineide geschworen habe. Das war auch so mit dieser ganzen Geschichte mit der Kirche und der Inquisition und so, und dass ich da Scheiße gebaut habe. Und als ich das dann rausgefunden habe, da hat sich das dann relativ schnell aufgelöst. Also diese Verbindung von dem Schwören zum Geschwür hin. Ne? Schau jetzt nochmal weiter. Ein Geschwür, das heißt, der Geist fängt an zu schwören und es wird eine Schinwundstufe. Ja. Jetzt kriegst du eine logische Wunde. Mhm. Du bist hier die Deutung. Hyperkorrekt von Geschwür heißt Lügen, Lei. Okay. In einer Kindslage sein, noch unreif. Ja, das steht. Ja, genau. Steht doch alles da. Das steht da, ja. Schweren ist nur ein altes Wort für Eidern, Schmerzen haben. Mhm. Ist das geiles Zeug, oder? Ja, voll gut, ja. Das ist nochmal so, weil das wollte ich jetzt bloß reinschieben. Mhm. Aber wir sind ja beim Krebs noch nicht ganz fertig. Mhm. Die deutsche Bezeichnung von bestimmten Tumoren. Schwüren. Und Schwüren. Schwüren. Als Krebs stammt vom Altgriechischen, wo als Karkinos ebenfalls das Tier. Karzinom. Das heißt Krebs. Mhm. Aber jetzt wird es interessant. Den schauen wir uns, den Karkinos schauen wir jetzt mal an. Karkinos. Das einmal spielt sich das Ganze in deinem Kopf ab. Weil Kar ist nämlich das griechische Wort für Kar, altgriechisch. Ja, genau. Ja, wunderbar. Es findet im Kopf statt.
Besser geht es nicht. Das muss das dann mal im Hintergrund sein. Ja. Okay. Aber jetzt pass auf, wir waren den Kakinos. Ja. Ich hasse ihn wie den Tod. Den Kopf, den du dir ausdenkst. Mhm. Jetzt pass auf, jetzt nimm mal ganz Kader, ist das Haupt. Ja. Ja. Und Pferden. Sus. Ja. Dann die Vielköpfige, die Medusa. Mhm. Da können wir jetzt auch sehr weit reingehen. Die wird das sehr interessant. Pass auf, ich mache jetzt nur mal unabhängig davon, was hinten dran steckt. Abaya. Abel, Abel. Das ist der, den der keiner Schlauch hat. Das ist der Geist. Ja, genau. Das ist nicht. Und du wirst jetzt so ein Schifflein. GFF, liest ein. Nein. Okay? Ja. Jetzt haben wir natürlich hier das Gri, haben wir ja gerade schon durchgespielt. Machen wir ganz kurz das BS noch, was im Normalen entweder im Bewusstsein oder in der Raumzeit heißt. Da haben wir aber auch drei Möglichkeiten. Das ist der Bass, das ist erst einmal das, was unten ist. Ja. In der Raumzeit? Ja. Okay? Ja. Wir können aber den Bass ja auch mit an Sain schreiben. Ja. Das ist das, die Selektionen sind ein Liebesgut. Plünderung in deiner eigenen Heiligkeit. Okay? Ja. Doppelt aufgestanden Affenbeuten, wo du bloß eine Seite nimmst. Die Plünderung kommt vom Plunder. Das BL ist übrigens sehr interessant. Ich spring da ganz kurz rein. Du fängst an, die Sachen zu missachten. Ja. Vieles, was in dir auftaucht, ist, tust du geringschätzen und du veranlässt es ächtlich oder verächtelnd und geringschätzend. Ja. Krankheiten zum Beispiel. Werden von dir gering geschätzt. Und der Plunder haben wir ja diese BL-Radix am Anfang, die natürlich hochinteressant ist. Ist das einmal dein persönlich limitiertes Schlicht? Du fängst an, etwas auszusondern und auszuwählen. Ja. Passt das oder passt das? Das ist der Wahnsinn, ja. Hä? Ist das der Wahnsinn oder ist das krass? Ja, voll. Das geht ja krass. Genial. Das können wir jetzt mit BLA, können wir das auch durchspinnen. Du kommst aus dem Kontext nie raus. Ja, genau. Ja, genau. Ja, super. Das ist das doch mal das Wunder, ja. Wobei in dem Wunder schon die Wunde mit drin steckt. Die Wunde ist immer eine Berechnung, wird immer zu einer Wunde, wenn du bloß immer eine Seite nimmst. Exakt, das ist es. Da haben wir jetzt das alles, wenn wir die ineinander austauschen, das ist der nächste Akt, wir sind in der 111. Mhm. Gespiegelter Wert 426. Okay? Wir können dann natürlich das Bella auch mit einem Haar hinschreiben. Das ist jetzt die unterschiedlichen Sachen, die unterschiedlich behandeln. Wir können das Spiel, da wird es jetzt interessant mit einer 70 schreiben, halt. L oder PL. Das passiert aber, das gleiche Mal, das war jetzt eigentlich wurscht. Das gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und auf Hebräisch? Was, das ist ja Hebräisch. Nein, ich meine da unten, unter dem die anderen Wörterbücher. Kannst nachschauen, das sind Umformungen. Und jetzt mache ich wieder das N davor. Ja. Grünklinge und Silkebutten, Versorger. Das ist der Witz. Das sind die BLH, die alles unterschiedlich behandeln. Merkst du, wenn du mal das Prinzip verstanden hast? Ja. Okay, jetzt haben wir den Meerkrebs, ähnlich Käfer, Meergrabbelgesicht, jetzt haben wir die Grabbe. Okay? Grabbeln. Das ist die Kleinkindphase. Super. Ja. Mit aufgerichtetem, hingerichtetem Kopf und etwas hinsehen. Weg. Irre, oder? Irre. Okay, oh.
Dokeo. Kara Dokeo. Dokeo, der Balken. Der Balken. Ja. Etwas glauben, meinen. Ja. Denk an Dokos Dokeo. Etwas glauben, meinen für wahr halten. Ja. Mhm. Das wissen wir nicht. Steht doch nicht alles da? Ja, genau. Ja? Ja, das ist so gut. Den Kopf, das Leben kostend. Ja. Karma. Gipfel, Wirtschaft, vorhin ausführen. Das passt, wenn du dir den Kopf abschneidest. Enthaupten in Bezug auf das blaue Haupt. Ja. Weil erst wenn dein ausgedachter Kopf nicht mehr da ist, bist du wirklich, kannst du bewusster Geist sein. Ja. Jetzt haben wir aber hier noch diesen Kinos hinten dran. Mhm. Den ganzen Kino. Ja. Was ist sein? Ins Bewegungsgesetz des Seins. Schauen wir mal, was jetzt da passiert. Weil das geht jetzt sehr weit runter. Kinetik, ne? Machen wir zuerst einmal die Koi. Genau. Machen wir mal da weiter. Da nehmen wir einen Krebs. Der wie ein Krebs geht. Krebsartig. Kein Kinos? Kinos. Das ist Kinos, das ist in Bewegung gesetzt, der Kien. Genau. Der Kein. Mhm. Ein Keinsein. Mhm. Ach, super. Okay. Ja, genau. Jetzt habe ich dir doch immer gesagt, die Gestirn des Krebses, das bösartige Geschwür, erzeugt einen Krebsschaden. Schade. Der Dämon. Ja. Das ist eine geile Übersetzung hier. Schauen wir, was da passiert. Das ist aber ein Scheps. Griechisch ist immer sehr Scheps. Mhm. Ich habe gegessen oder andere Dinge, die schlecht waren. Aber du musst schon mal. Ja. Die guten Dinge sind auch schlecht. Super gut. Ja. Ach, weil das hell auch dunkel ist. Ja. Und so weiter und so weiter. Super gut. Ja. Und dieses Krümmen. Das Krebsartige, was ich aus dir raus, dieses Geschwür, ja. Das ist jetzt die Problematik. Und bevor wir da jetzt weitermachen, will ich kurz mal einen Bildschirm nochmal übertragen, dass du mich siehst. Mhm. Und jetzt müssen wir nochmal das alte Spiel machen, dass wir jetzt aber wissen, wir haben zwei Möglichkeiten, unser Kreis und unser Unendlich-Eck. Mhm. Ist klar? Ein Kreis ist an und für sich genau ein Unendlich-Eck. Wenn wir ein Kreis, denken wir uns unendlich viele Punkte. Und wenn ich jetzt ein Unendlich-Eck mache, hat es unendlich viele Punkte, schiebe aber zwischen die Punkte jedes Mal zack, 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 eine Karte rein. Jetzt wissen wir, dass wenn wir eine Sphäre haben, eine Sphäre ist die Oberfläche einer Kugel, und ich wäge den Mittelpunkt der Kugel, auf der Oberfläche der Kugel ist jeder Punkt der Oberfläche der Kugel eigentlich der Mittelpunkt. Dieser Oberfläche. Der Oberfläche. Habe ich überreichlich erklärt. Ja. Jetzt pass auf, jetzt machen wir einen Sprung. Wenn an einer Oberfläche einer Kugel jeder Punkt der Mittelpunkt ist, dann machen wir jetzt mal, ich mache es jetzt so, bloß von der Seite gesehen, eine Kugel, das ist der Punkt in der Kamera obscura. Und wir wissen, eine innen verspiegelte Kugel verhält sich wie unser Katzenauge. Mhm. Wenn ich jetzt diese Halbkugel habe und ich sitze genau in der Mitte, ist egal, wo ich hinschaue, in der Kugel, sehe ich eigentlich immer mich, weil jeder Punkt auf der Kugeloberfläche eigentlich der Mittelpunkt ist. Stimmt. Bist du dabei? Ja, stimmt. Mhm. Egal, wo ich hinschaue. Das ist das Eigenartige, wenn ich jetzt eine innen verspiegelte Halbkugel habe und egal, wo ich hinschaue, schaue ich eigentlich immer mich selber an. Ja, genau. Es geht natürlich jetzt mit vorne und hinten dasselbe. Ja. Das ist übrigens das Obskure in der Kamera Obskura, wissen wir, ich sage immer, das ist ein schwarze Loch, das ist der Punkt. Mhm. Da hast du nämlich zwei Sachen. Mhm. Die Finsternis
oder die Dunkelheit, was ja das Obskur heißt. Da ist Dun, heißt die Urtag, Kael wie Gott, dunkel. Und Finis, rot gelesen. Wir haben das erste Mal F-I-N, ich bin Finis, rot gelesen. Ist das Ende, ist genau. Das dann. Finst dann. Genau. Da ist es sein. Okay, jetzt machen wir dasselbe Spiel mal mit der Ecke. Ja. Wenn ich einen Spiegeltreter habe, bei dem Spiegeltreter wird es ein enger. Und jetzt müssen wir nochmal zurückgreifen auf unsere Raumecke. Wir haben vor uns diese drei Spiegel, die zwei Wände und die D-Ecke, die Decke und die zwei Wände. Ja. Sind riesengroße Spiegel. Mhm. Und wir denken uns jetzt innerhalb dieses Raums, den kann man immer größer uns denken. Das ist doch nicht jetzt in einem Zimmer ist das so, aber ich kann mir ja den Punkt immer weiter wegdenken, dann werden natürlich die zwei Wände und die Decke immer größer. Und egal, wenn ich mich jetzt da rein denke, der sich jetzt aber in da rein denkt, ist nicht der, der da drin ist. Was würde ich jetzt sehen, wenn ich oben reinschaue? Egal wo ich bin, in diesem Spiegel, wo ich praktisch auf dem Kopf stehen, spiegelverkehrt bin. Da muss man das Prinzip verstanden haben, am besten mal ausprobieren. Ich mache es mal einfacher. Wir machen das Stereo weg. Hat er unser Folger eine schöne Aufnahme gemacht. Der hat hier drei Spiegel, so ein Spiegel aufgebaut und hat es mit der Kamera gesehen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, ich mache ein Zimmer, wo die zwei Wände und die Decke Spiegel sind. Und ich bin jetzt mit der Kamera und ich filme das und ich mache die Kanten, sehe ich, von den Spiegeln. Da mache ich kleine Streifen hin. Und ich gehe jetzt mit der Kamera rum, wirst du feststellen, dass die Kamera immer genau in der Mitte bleibt, egal wo er sich befindet. Egal, wenn der rumläuft, er wird die Kamera in der Aufnahme, wenn du siehst, wir machen praktisch die Ecken oben, wo die Spiegel zusammenstoßen, machen wir kleine schwarze Streifen, gehen wir rein. Und du hast jetzt erst einmal, wenn du in so eine Spiegelecke reinschaust, hast du dem, der vorm Spiegel steht, auf dem Kopf stehen und Spiegelverkehr. Du weißt, wenn man das jetzt das erste Mal hört, ist es unheimlich kompliziert. Bis man das Prinzip einmal mit eigenen Augen gesehen hat, dann ist es verblüffend. Und wenn ich jetzt das nicht mit zwei Augen, das wäre dann nochmal komplexer, mit einer Kamera mache, dass ich das im Mono mache und ich bewege mich, kannst du machen, was du willst, wie weit du weggehst, wo du hingehst. Du weißt, wenn du da reinschaust, immer, die Kamera ist immer exakt, das Dreieck ist immer genau in der Mitte von der Ecke, die wir uns ausdenken. Das heißt, der Raum, der sich innerhalb dieser Spiegelecke aufspannt, ist jeder Punkt in dieser Ecke da hinten. Aber erleben tut es die rote 4. Die rote 4, die wir uns als eine Abschlussfläche denken, ist eigentlich ein Punkt, der sich das vor sich hinstellt und ausdenkt. Und wenn man das gecheckt hat, dann haben wir dasselbe wie mit der Halbkugel, wenn ich es Dreieck mache, dass die rote 4 jetzt in dem Dreieck, egal wo die hinschaut, eigentlich immer in dem ausgedachten Punkt ist. Das sind die Blickwinkel, die wir einstellen. Egal wie weit wir uns was wegdenken, es bleibt immer in dem Punkt, wo es zusammentrifft, weil nämlich das Objekt immer hier und jetzt ist. Egal, was für Blickwinkel ich mich jetzt da rein denke, einfach gesagt ist, wenn ich einen Tetraeder nehme, ich mache jetzt nur mal einen Tetraeder und ich hänge zwei Lampe rein, in einen Tetraederstand, genau in die Mitte. Jetzt muss ich nur wissen, dass die zwei Tetraeder, die mir aufeinander stellen, dass diese zwei Tetraeder ein Katzenauge ist, einer, und der verhält sich genauso wie ein Spiegelhalbkugel. Der Effekt, jetzt ist natürlich das Problem, diese verspiegelte Innenhalbkugel, geht jeder Lichtstrahl, der reingeht, auch wieder in derselben Richtung raus. Wenn ich die sehr klein mache, habe ich genau das Prinzip, wo ich gesagt habe, weil ich ja genau die Mitte bin in dem Ding. Wenn ich jetzt weiter weggehe, dann haben wir das, was wir jetzt immer schon wieder in der Physik, die extrem drüber ist. Das ist übrigens, was ich gerade hier, jetzt gehe ich da wieder zurück. Das hat der eingestellt.
akademischen Mittagspause. Sonst was Bohn? Ja. Ich lasse mal kurz laufen. Denn es ist des Universums, dessen wie das Universum funktioniert, aus Computersimulationen kommt. Wenn wir an Astronomie denken, denken wir meistens an Teleskope, wir schauen in den Weltraum und dann wissen wir, wie alles aussieht, wie alles funktioniert. In der Praxis sind aber Computersimulationen absolut. Jetzt pass auf, es ist vollkommen gleichgültig, ob du Physik nimmst, Astrophysik, Quantenmechanik, Chemie oder Schulmedizin. Für all diese wissenschaftlichen, weltwissenschaftlichen Bereiche gilt dasselbe. Ich wiederhole, aufs Tun. An Teleskope, wir schauen in den Weltraum und dann wissen wir, wie alles aussieht, wie alles funktioniert. In der Praxis sind aber Computersimulationen absolut essentiell dafür, dass wir verstehen, wie das Universum aufgebaut ist. Also wir haben zwei Hälften. Wir haben das, was wir empirisch mit Teleskopen überprüfen können, jetzt normal logisch ausgedacht. Und wir haben Computersimulationen. Die sind aber essentiell. Das ist das Wissen. Ich möchte zuerst ein bisschen auf die Idee eingehen, wie das wissenschaftlich... Der ist eine äußere Erscheinung, die aber immer nur deine Information sein kann. Die überhaupt funktionieren soll, so eine Computersimulation. Das Konzept ist an sich relativ simpel. Wir nehmen die Naturgesetze... Konzept. Kon ist zusammen... Wir können das natürlich auch so lesen. Du ziehst auf irgendetwas, eine Richtung, die im Spiegel ist. Ach, das war super. Du richtest dich auf irgendetwas. Riech. Riech ist Geruch. Ja. Und Duft. Das FD wird ganz interessant, da kriegst du nämlich den Brocken und den Bissen. Mhm. Da wissen wir jetzt auch davon wieder von unserem Ruach. Du bist FD. FD ist BD. Und das ist ganz wichtig, weil doch mal den Bissen B ist gleich wie ich Wissen. Und da hast du die Scheide und die Scham dort. Der öffnet der Ort im Weib. Ja. Und das Ganze passiert im Roten. B-Rock. B-R, das auch. Ach, das ist so doof, weil ich das vom Alten gewöhnt bin, kann ich jetzt, da kippt jetzt mit dem neuen Ding immer um, ne? Da will man markieren. Mhm. Sobald ich das markiere, kippt er nämlich weg und sucht es. Ja. B-Rock. Ja. Das ist Rock, ist auch der Fels zur. Okay. Ah, jetzt habe ich das Wort vergessen. Was hat er gerade gesagt? Zepp, was Konzept, wollte ich jetzt für Konzept, Wort? Konzept. Konzept. Und da haben wir unsere ZB. Unsere Zäpfchen. Wir sind doch, wir schauen doch durch die Augen raus. Aha. Dann taucht was in dir auf. Das taucht in deinen Zäpfchen. Ah, wieder habe ich so gemacht. Das taucht auf deinen Zäpfchen auf. Muss man das abgrünen. Das ist ein Mechanismus, der drin ist, dass ich früher immer Sachen all markiert habe. Und wenn ich das mit dem Programm mache, kippt er sofort weg. Ja. Und das ist Schwa. Das Nichts des Meeres und Main ist Urteil. Ja. Gestalt gewordene Existenz, du hast das Nichts des Meeres. Und das heißt, es taucht etwas auf, weil es auf der Wasseroberfläche schwimmt. Ja. Mhm. Dieses auf dir, auf dem Schöpfer UB, ist jetzt eine erscheinende Schöpfung. Und wir wissen, die erscheinende Schöpfung ist der Wachraum. Da. Ja. Der Wachraum. Ja. Das ist einmal das Zimmer. Eine Geburt im Meer und das ist der Schatten, der auseinandergeschmissen wird. Du bist das auch ein existierendes Ich. Ja. Eine Gestaltwerdung. Ich sage immer, Log ist Log, die Logik. Ja. Das ist dieses Spiel. Wow. Ja. Das ist die erscheinende Schöpfung.
Und die ganze Tauchen haben wir UZ. Wir können jetzt ein U dahinter setzen, dann heißt es dein Wachraum. Ja. Was jetzt hier übrigens TA Waff, ein WILEN, ein doppelt aufgespanntes Kind, was zu einem raumzeitlichen jetzt ist wieder gemacht. Ein doppelt aufgespanntes Kind, was zu einem raumzeitlichen Stier. Ja. Zu einem Tier. Ja. Okay? Ja. Interessant, der Büssel. B Waff heißt in ihm sind zwei Facetten, die hochgeschmissen werden, eine mit 70. Ja, super. Ja. Und dann haben wir noch hin ZD und dieses ZD heißt, weil du nämlich, und jetzt sind wir bei unserer Ecke, weil du nämlich hier in Schrecken versetzt wirst. Das sind logisch berechnete Ecken. Und das Ganze ist los, dein Schicksal ist diese Furcht und der Schrecken. Fur ist pur. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Merkst du, wenn man anfängt, ein bisschen genauer bei dir anzuschauen? Mhm. Das lassen wir jetzt aber mal weg, heute aber nur ganz kurz ein bisschen. Sätze, die wir über Jahrhunderte herausgefunden haben. Wir haben über Jahrhunderte was herausgefunden und jetzt kommt die große Lüge. Ich glaube, das Medizin ist, erstens war in der Vergangenheit nie was. Ja. Diese Jahrhunderte seit dem Mittelalter, wo die naturwissenschaftliche Revolution losgegangen ist, hat zur vollkommenen Entgeistung in der Welt geführt. Alles, was du jetzt denkst, was irgendwelche entdeckt haben, können die nie entdeckt haben in der Vergangenheit, weil das nur Gedanken von dir sind, diese Menschen. Weißt du, wo das Problem liegt? Und jetzt haben wir zwei Seiten. Wir haben die Computersimulationen, wo wir auf Computerbildschirm einen verbogenen Flug zum Beispiel darstellen. Und all den ganzen Kack. Ich habe vor 30 Jahren schon gesagt, was sollte an einem Computer denn anders auftauchen, wie das, was das Programm hergibt? Das heißt, du gibst eine gewisse Logik in einen Computer ein und meinst, du beweist dann, was man mit dieser Logik Bilder aufgebaut hat. Und jetzt vergleichst du diese Bilder mit dem Teleskop auf deinen Zettchen. Das heißt eigentlich, du verwirklichst bloß dein Programm. Ja, genau. Von den Stäbchen zu den Zäpfchen. Die Stäbchen sind ja die Bazillen. Bacillus heißt Back. In dir ist Illusion die Illusionen. Ja, genau. Die sind auch in dir, wenn du auf die Verabredung schaust. Bloß dann gehst du in die Vergangenheit, weil du jetzt deinen Tag sehen willst. Mit dem Zäpfchen, jetzt fängt was an, auf der Wasseroberfläche zu schwimmen und du meinst, es ist unabhängig von dir da außen. Ja. So stark, Udo, das ist so stark. Macht das dann Sinn? Und dann schreiben wir einfach ein Computerprogramm, das aus, das im Prinzip vorher. Dann schauen wir uns den Computer mal genauer an. Das Computerprogramm, der schreibt sich ja, wir Geist wissen ja, der schreibt sich, ich nenne es über Mech-Chef. Ich mache dieses B unten zu einem V, beziehungsweise F. Das ist der Computer, die Datenverarbeitungsanlage, die elektronische Rechenanlage, das heißt auch Rechnungsführer. Das Wort kommt auch im Alten Testament vor, dann sind es die Rechnungsführer vom Pharao. Es wird berechnet durch Dach. Wir schauen uns das einmal genauer an. Wir machen das M weg, weil das heißt ja vom Denken. Das ist jetzt, wenn wir das Wort einzeln nehmen, kriegst du jetzt hier praktisch das Rechnen, der Rechner, der Rechnungsführer, das Rechnen. Etwas Denken. Urteilen und du erzeugst ein F-Fundament. Ken ist das Fundament Mendio, die Experimente. Haben wir alles so gehabt. Und jetzt kriegst du was, das Meer kriegt einen Sinus. Mach ich's wieder. Leck mich doch mal aus, wie ist das doof. Na, weil wenn ich jetzt sag mal, geh, dass du das sofort siehst, wenn ich's mach, gib mir das mal weg, das war vorher nicht. Ja. Das ist im Sinn haben. Das ist eine wahrgenommene polare Existenz. Ja. Du fängst an, etwas zu planen, das Bälle haben wir gerade schon gehabt, die Wunde in einfach Reaktionen. Ja. Okay? Übrigens, da ist Unterform ist Schweden, doppelt aufgespannt ist E. Ja. Gut? Ja, super. Wenn ich jetzt die ersten zwei Buchstaben nehme, Mech, ja. Dann kriegst du zuerst einmal das Fett. Ja. Die Unterform Mech, und jetzt kann man das durchspielen mit dem Waff dazwischen, ist nämlich das Gehirn. Okay. Und dieses Gehirn, da haben wir hochinteressant
Englisch brain, sieh mal durch bitte. B-R-I-N, das Äußere ist nicht existieren. Ja. B-R-I-N, im Spiel, im Kopf des Schöpfergottes sind die Existenzen. Ja. Passt oder passt? Passt total gut, ja. Aber pass auf, wir können natürlich doch ein Englisch machen. Du wirst jetzt als blaues Licht zu einer Gestalt geworden in der sexuellen Kollektion. Ja, genau. Okay? Ja. Mhm. Ah, jetzt habe ich es. Da haben wir keinen Eindruck, das hast du jetzt eigentlich hier vom Gehirn, Fett übrigens, hochinteressant, wenn wir das Fett machen. Machen wir nochmal das Mech. Wenn wir das Fett machen, hast du eigentlich das da mal schon, wenn wir das TT als Pi machen? FE, zufällig, kann man Pi wissen, heißt hier. Wieder gemacht, kannst du mir nicht abgewöhnen. Das FE heißt ja hier. Ja, genau. Mhm. Haben wir zwei Spiegel oder zwei Erscheinungen? Ja. Okay? Ja, genau. Mhm. Wir können das Fee natürlich auch als Ei-Sehen lesen. Ja. Man achte auf meine Worte. Das Ei-Sehen. Geil. Das ist das Element 26. Ja, genau. Das ist Jahwe, aus dem wird alles herausgeboren. Ja. Merkst du, was da für eine Vielfalt kommt? Und jetzt kriegst du das Groß an. Das bin ich, bei aller Bescheidenheit. Der Geist des Rosses, da ist das Horn. Kein Eindruck gefunden, nicht existieren. Gott, der göttliche Kopf ist das reine Sein, der existiert nicht. Gut gelesen. Okay? Wo wollte ich noch hin? Beim Mechchef waren wir noch. Dann haben wir hin das Schäbeinzel, den Mech haben wir jetzt gehabt und jetzt machen wir das Schäbeinzel und jetzt kommst du ganz einfach wieder zu den G3S. In dem Moment am Lebensende, wenn du ein G3S, der Geist ist ein Spiegelbewusstsein. Wenn du das geworden bist, kehrst du wieder zurück in die Mitte. Dann kehrst du heim. Du fängst an, dich wieder zurückzuholen, um dann neu wiederkommen zu können. Ja, super. Macht das so Sinn? Ja, super. Schau mal, hier spricht man auch ein alter Mann. Mhm. All ist Gott, ist ein Mann. Und das ist die Reihe in den einzelnen vier Spiegeln. Mhm. Oder der Geist ist der Kopf des Schöpfergottes, Reihe ist der Spiegel im Zentrum. Und der Spiegel im Zentrum ist eigentlich bloß dieser Punkt in der Kamera Obscura, in dem sich alles spiegelt. So, wenn wir das jetzt all mit dem ganzen Zeug, da waren wir, das machen wir da weiter. Mhm. Also hier fangen wir nochmal an, Holger. Ja, die PC. Da waren wir, da müssen wir jetzt ja hier losfangen. Naja, das, noch, das hatten wir aber schon alles, ne? Funktioniert immer. Pass auf, okay. Ja, ja. Die Wiederherstellung des Organs funktioniert immer unter Schwellung. Ja. Unter den logischen Wellen. Ja. Mhm. Ist verbunden sein der Geist. Du kennst das, wenn du dich verletzt hast. Du hast dir mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen, den Finger in der Tür geklemmt, dich geschnitten, das Bein gebrochen oder verstaucht. Die erste Reaktion vom Körper ist immer eine Schwellung, weil das Gewebe nur mit Schwellung repariert werden kann. Dann wird die warme Phase wichtig von einer... Ist bei der Welle, ja, dieses WLL, verbunden sein der Geist bist du, wenn du beides in L, da haben wir übrigens EL, liest es als 70, dann hast du dein Joch. Mhm. Ja. Ja, genau. Mhm. In der Welle hast du es noch. Wir können jetzt viele Sachen, die Welle lesen, wie älter verbunden sein wie Gott, Welle auseinandergeschmissen. Ich kann auch sagen, doppelt aufgespanntes Joch, das W hast du ja, musst du wieder verbinden.
Das ist dieses Zeug, das chronologische Denken. Ja. Und jetzt kommt die Epikrise. Lest. Dann wird die warme Phase von einer kurzen, heftigen, kalten Spitze unterbrochen. Das ist die epileptische oder epileptoide Krise, auch Epikrise genannt. Mit der Krise schaltet sich der Körper um von der Schwellungs- zur Vernarbungsphase, PCLB-Phase. Pass auf, das Epi, ganz wichtig. Das ist nicht ganz korrekt übersetzt. Aber wir bleiben im Deutschen. Das die Vorsicht ewig, da machen wir jetzt, dass wir nicht so viel lesen, ich mache einen kleinen Trick hier mit. So, da haben wir es. Auf, an, bei, bis, zu, gegen, darüber, hinzu. Schau dir die Wörter an. Die eröffnete Berechnung ist über dir. Ja. Aufgespannt zwei Bildchen, BR das Äußere. Ja. Es ist unmittelbar. Weil du musst, wenn du dir was überlegst, dann schaffst du automatisch einen darunter. Dir positiv, dir negativ. Kann man da obskurer Prinzip. Ja. Siehst du, das ist die Zeit, kommt auch zur Zeit. Das ist immer ein Zeitpunkt. Das ist die Ewigkrise. Das ist das Eck. Nicht das Drumherum, sondern das im Zentrum. Ja. Okay? Ja. Annehmen, empfangen, erhalten. Siehst du das hier? Wellen drüber. Ja. Wo erhältst du das? Über dir. Das sind deine Gedankenwellen. Genau. Das ist ein geiles Wort. Über. Pi. Über. Ivi, aus dem Jenseits kommen. Ja. Genial. Mensch, du kannst es wirklich göttlich nennen. Ja, göttlich. Es ist so. Weiter heute. Ja, das hatte ich eben schon. Die Epikrise darunter dann, die bei den verschiedenen Sonderprogrammen auch unterschiedlich ausfällt, wird in der Schulmedizin oft gar nicht beachtet oder, falls die Krise sehr ausgeprägt ist, als eigenständige Krankheit gedeutet. Hier ein paar Krankheitsbeispiele für Epikrisen. Herzinfarkt, Lungenembolie, Embolie, epileptischer Anfall, Koliken, Absenz, Schüttelfrost. Was übrigens interessant ist, wir wissen, das Frauen sprechen wir öfter, dann heißt es FAN, ALB. Besser ist es mit der 70, wir schauen bloß einmal. Der Fest im Hinterhalt, Schal, Auflagen im Hinterhalt lagern, Schöpfer und die Rationale, das ist, lebt wieder so die Vielheit. LB. Ja. Ne? Ja, genau. So. Und ja. Interessanter, wenn wir es so machen. Ja, das ist jetzt kriegst du nämlich, der schöpferische Sohn öffnet. Ja. Und jetzt hast du hier das Gewebe, das Gewölkte, das alles sind alles Insekten. Ein GM ist. Ein Geschmeiß. Ja. Ungeziefer. Vierte Plage in Ägypten müsste das sein. Ja. Wo war man? Fern. Ja. Von dem Ganzen. Das ist die Heilungsphase. Ja. Du bist Fan von dem Geschweiß. Ja. In dieser Phase wird das vermehrt eingelagerte Wasser wieder ausgeschieden. Diese Phase wird deshalb auch die Harnflut oder Pinkelphase genannt.
Das ist wieder ein Symptom, dass du sehr oder gut du speichelst wie eine Sau. Das ist übrigens jetzt auch wichtig, dass das immer sich aufteilt bei Hammer in diesen drei Orden. Das Endoderm, Derm ist Haut, die innere, die mittlere und das äußere Keimblatt. Jetzt ist das da mal wichtig, jetzt muss ich mich da ganz kurz machen, dass das Hammer-Prinzip in der Ebene, in der Embryonalentwicklung, wir wissen, der Ivri ist auch das Embryo. Ja. Aus dem Jenseits kommen. Ja. Sag ganz kurz ein, dass wir das sehen, dass du das verstehst. Ja. Ja. Okay. Das ist die andere Seite, die angebliche Vergangenheit, wo du in der Matrix warst. Diese Aussage in der Matrix sagen, denke ich jetzt an ein Wesen, das in der Mutterbauch drin ist, in der Matrix? Mhm. Oder weiß ich, dass ich der Mittelpunkt der Matrix bin? Ja, sehr gut. Ah, gut. Mhm. Weißt du, wir kippen schon das Plus-Minus um. Ja, genau. Mhm. Und der Ivri. Der ist das Zentrum. Mhm. In dem Spiel. Ja. Und jetzt, wenn wir anfangen, ein Ei mit einem Samen zu befruchten, das sind jetzt alles Bilder. Halt, sorry. Wenn wir anfangen, du denkst jetzt ein Ei. Und dann teilt sich es. 2, 4, 8, 16, puff, puff, puff. Und dann hast du so ein Geschleimding. Und dann kommt irgendein komisches Gebilde. Und dann jeder kennt die Bilder von den Embryos. Warte mal schnell. Siehst du? Ja. 2, 4, 6, 18 und jetzt siehst du den kleinen. Wichtig ist der Wurm hier, ich schau mal, ob wir den besser finden. Was hier schon mal interessant ist, bei den Lebewesen, solange du in der Phase bist, siehst du eigentlich hier, da gibt es auch Sachen, mit, ja. Ob das ein Fisch oder ein Mensch oder Maulwurf oder Vogel wird. Also ein Vogel, entschuldige, ist kein Säugetier. Also pass auf, du hast einen Embryo, ich mach den jetzt schon mal so, unten mit dem Kopf. Und in der Urphase ist, und jetzt wird es interessant, wenn das im Ganzen ist, bildet sich hier eine, innerhalb dieses Ding bildet sich ein Kreis, ein hohler Kreis. Und dieser Kreis, du denkst jetzt einfach, du würdest dich so runterkriegen und schiebst deinen Mund, legst auf dein Arschloch. Das ist eine kybernetische Schleife. Und dann in dem Moment, wo der aufgeht, hat er da unten das Arschloch und da oben im Mund, aber in Wirklichkeit ist es in der Entwicklungsphase, reißt der genau zwischen Mund und Arsch auseinander. Ja, okay. Solange der da noch in dem Ding drin ist, kann er nur das fressen, was er selber wieder rausreißt. Okay. Und jetzt öffnet sich das. Und ich habe jetzt eine Sache. Die Konfliktphase ist jetzt hier mein Konflikt, wenn ich jetzt den Udo nehme als Beispiel, ich habe keinen Konflikt, nee, hängt jetzt fast einmal davon ab. Das heißt, je nachdem, ob du Rechts- oder Linkshänder ist, ob das Konflikt rechtsstämmig oder linksstämmig ist, in diesem Bereich rein, das sind ja nur symbolische Worte, heißt es zum einen, wenn ich jetzt rechtshändisch bin, dass ich einen Brocken, das ist die eine Seite, dass du einen Brocken nicht schlucken kannst. Ja, genau. Mhm. Das ist so, wie wenn dir was im Hals steckt und du kannst ihn wieder runterschlucken, dann versuchst du ihn auszuspucken. Das ist, wenn das linksseitig ist, versuchst du ihn auszuspucken, den Brocken, und du kriegst ihn nicht raus. Das ist der Konflikt. Und wenn du die rechte Seite ist, versuchst du den Brocken runterzuschlucken. Ja. Das unterstützt dich, indem du mehr Feuchtigkeit erzeugt wird, dass du es entweder nach außen oder nach innen spielst. Ja. Das ist es. Das Problem ist, dass die schon wieder nach innen oder nach außen was haben wollen. Ja, ja, genau. Wenn du weißt, dass du die Bitte bist, wirst du das jetzt euch mal anders haben, weil der immer da ist, wo er nur sein kann, nämlich hier und jetzt. Gleichzeitig, wo du wieder hin denkst. Das ist die Lösung. Ja, super. Du musst dich loslassen von den Kategorie 2 Fragen. Ja.
Ich habe jetzt gesehen, dass ich habe eine Tabelle mit den Konflikten, wo der genau immer dann ist, ob das rechts oder links ist. Da hast du genau eine Spiegelung. Ja. Die rechte Seite heißt, den Brocken schlucken müssen. Ja, ich kann einen Brocken nicht schlucken, der ist mir zu groß oder wieso auch immer. Ich kann ihn nicht schlucken, dann hast du ihn rechtzeitig. Und wenn du ihn ausspucken willst und du kriegst ihn nicht raus, ist er linksseitig, obwohl er immer innen ist. Ich erkläre jetzt bloß noch mal, was die Symbolik dazu sagt. Streng arithmetisch, weil im Hintergrund ein Programm läuft. Ja. Pinkelfaust, da machen wir heute weiter. Das ist wieder ein Symptom, das du sehr gut an dir selbst beobachten kannst. Es gibt immer wieder Zeiten, in denen du sehr viel urinieren musst, obwohl du gar nicht besonders viel getrunken hast. Beobachte dich und deinen Körper. Urinieren, ja, urinieren. Altstimmen. Gehen und zurück. Im Lateinischen? Denk an das Alternieren. Re-en heißt zurückkehrende Existenz. Das ist die Niere. Die alte Niere. Ja. Auftauchen, verschwinden. Auftauchen, verschwinden. Okay? Ja. Das sind deine Lichtenden. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Ja. Das ist auch machen, das nennt er man mal nicht. Wir arbeiten aus der Niere heraus. Okay? Ja. Im Hebräischen. Das Gegenstand locker. Niere. Das alles ist Gott. Was du aus dir heraus alternierst. Und es wird alles wieder vernichtet. Boah, das ist Niere. Ich alterniere. Das ist Re-M. Lateinisch. Zurückkehren. Ja. Ein Zurück. Okay? Ja. Passt doch, oder? Passt doch. Ja. Geil. Die Wiedervereinigung. Geadnation. Una ist Uno, ist der Art Ab. Der Erste. Da, ja. Das passiert in deiner eigenen Dort, im wirkenden Licht. Meinst du ein Ding? Ich ziehe nur eine Kleinigkeit raus. Denk an meine Vorstellungen, Darstellungen, Spiegelungen. Was haben die Lungen mit den Sehnen zu tun? Drei. Löschen. Gucken, gucken, schauen. Vorstellungen, Darstellungen, Spiegelungen. Interessant, ne? Ja. Schöne Zufälle. Ja. Die Renormalisierung des Gewebes. Renormalisierung. Das Zurückkehren in das Normal. Aber es ist es normal. Du kehrst zurück in das flackernde Licht von Gott. Ja, genau. Bild, 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 Bild. Was verändert es an der Lampe? Ja.
Stimmt. Und du bist das Zentrum, das weder oben noch unten ist. Ja. Die Renormalisierung des Gewebes, das vom Körper in der PCL-Phase wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgebaut wird, findet in der PCLB-Phase ihren Abschluss. Diese Phase wird auch Vernarbungsphase genannt. Stell dir vor, du hast dich geschnitten, das Gewebe muss wieder repariert werden. Es schwillt an und dann nach und nach wieder... Hey, liebe, da kann man jedes einzelne Wort jetzt rausholen. Am Ende. Reparatio, Wiederherstellung. Reparo. Jetzt ist nämlich interessant, dass du das auch wieder zweiseitig sehen musst. Wie generiert? Ja. Baust du in dir was auf? Mhm. Okay, es ist wieder die zwei Seiten, wann stelle ich was wieder her? Wenn ich es wieder eins mache oder wenn ich es wieder auftauchen lasse? Ja. Genau. Verstehst du? Ja, genau. Das Reparo. Weg der polare Existenz. Du wirst den Affen immer wieder neu herstellen, weil du brauchst ja eine Figur, du brauchst einen Avatar in deinem Traum, dass du was erleben kannst. Erleben tut es aber nicht der Avatar, sondern du selber. Macht das einen Sinn? Super gut, ja. Ich will, da ist der Wille. Der Wille, ich will. Weiter geht's, ja, am Ende findest du eine Narbe. So ähnlich ist es auch im Körper bei den Krankheiten, Tumoren, Nekrosen und so weiter. Auch dort vernarbt das Gewebe. Worüber du aber noch einmal etwas genauer nachdenken solltest, diese Schnittverletzung oder sonstige Wunde wird von deinem Körper in Mikro... Trauma, griechisch. Ja. Traum, eine Traumschöpfung. Ja. Wird von deinem Körper in mikrochirurgischer Meisterleistung wieder geschlossen. Das kann kein Mediziner der Welt. Allein dein Körper heilt diese Wunde. Warum sollte der Körper nicht in der Lage sein, einen Tumor wieder abzubauen oder eine Nekrose wieder zu verschließen? Kann es nicht sein, dass du deinen Körper da etwas unterschätzt? Jede Welle baut sich von selber ab. Das Problem ist, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, ist dein Körper eine Gedankenwelle, die von selber wieder verschwindet und du baust dich immer wieder auf, weil du immer auf dasselbe Programm zurückgreifst. Ja. Habe Vertrauen in die Leistungsfähigkeit deines Körpers. Wenn du einen Fremdkörper in einer Wunde hast, dann versucht dein Körper, diesen Fremdkörper mit Hilfe von Bakterien und Entzündungsvorgängen wieder abzubauen. Gelingt dieser Abbau nicht, dann wird der Fremdkörper eingekapselt und er bleibt dein Leben lang in deinem Körper. Früher hatte jedes fußballspielende Kind irgendwelche Schlackreste in den Wunden. Lass. Brand geraten. Ja. Das ist die Welt. Ach, das ist die Welt, genau. Das ist die Welt. Genau. Und BR, das Äußere ist ein Auf- und Abschwingen. Ja, genau. Das ist super. Polaritäten rennen. Plus, minus, ja. plus, minus, weil das Gedankenwellen sind. Verrückt, ne? Just. Entflach. Ein Entflammen. MM. Wird wieder die Nulllinie. Das ist jetzt diese Schöne, weil wir vier Phasen haben in der Fossil beendet.
Und da wird nur die erste Phase von der Vorsilbe end benutzt. Das Herausgehen des Vorstellen, aber nicht das Zurückgehen. Wieder lässt man eine Seite weg. Ja. Ihr seid dabei? Ja. Sehr gut, ja. Die Zündung ist der Vorgang des Anzündens. Entzünden heißt, dass dieses Angezündete wieder ausgelöscht wird. Ja. Da muss man einfach unsere vier Phasen von End. Ja, das ist interessant. Wenn man den jetzt, ich sage immer, die zwei machen wir mal weg hier da unten. Mhm. Ne? Okay. Wichtig ist von der 4, wir beginnen bei der roten 4. Die rote 4 drückt in Bildung mit Verben ein Herausgehen, ein Wegnehmen aus. Wir können das auch blau machen, das ist das Geöffnete. Ja. In der roten ist es jetzt erst einmal drinnen. Dann haben wir drückt ein Wegnehmen, eine Entfernung aus. Jetzt merkst du schon, das ist genau diese Phase, es ist der Weg. Der Weg. Und jetzt kommt, dass wir das wieder zurückholen in die 1, ein rückgängig machen, in den Ausgangszustand, weil 1, 4, unsere 1, 4er Phase ist 10. Ja. Das ist, und wenn ich jetzt die entzünden habe, muss ich jetzt erst mal wissen, welche Phase wird hier benutzt. Immer nur eine, wieder aber was weglassen. Ja, stimmt. Das ist immer dasselbe Spiel. Das sind also, das muss man wissen, wo sich das, wo die Krebse sind. Ja. Und das ist immer noch aufbauend auf der Schulmedizin, aber die Worte selber versteht doch keiner mehr. Du weißt, was das ist, ne? Ja. Speicher unter. So, ich zeige mal, ich zeig das einmal hier. Das ist der hier. Unter dem, ja. Der hier. Sabbert uns zu. Wieder schöner Name, wenn wir den einzeln machen. Ja. Aber es ist jedes Wort mit einem kleinen Ort. Jetzt hören wir doch ganz kurz noch rein, pass auf. Herr sagt, was passieren würde, wenn das die Naturgesetze sind. Und irgendwann, wenn wir das dann auf Computern, die meistens ein bisschen größer sind als der hier, laufen lassen, kriegen wir ein Bild. Oder? Diese ganzen Naturgesetze, zum Beispiel wie Wasser aufgebaut ist mit Wassermolekülen, kann kein Mensch entdecken. Du kannst keine Wassermoleküle entdecken, keine elektromagnetische Strahlung. Ja. Alles, was Makrokosmos und Mikrokosmos ist, was unvorstellbar klein oder unvorstellbar groß ist, das kann auch keiner die menschliche DNA entdecken. Es hat auch keiner in ein menschliches Auge reingeschaut und hat dann entdeckt, dass da so und so viele zig Hunderttausende von Stäbchen und Zäpfchen drin sind und dass die Rotzäpfchen bloß auf Rotlicht reagieren, das auch keiner sieht, noch auf Grünlicht, mit Nanometerwellenbereiche, die auch keiner sieht. All dieses ganze Zeug kann nicht entdeckt werden. Und du schaust im Internet nach, wer das entdeckt hat. Mendeleev hat das Periodensystem entdeckt. Wie hat er das gemacht? Verstehst du, merkst du, das ist der Wahnsinn der normalen Menschen. Das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ja. Das ist der Fehler. Es sind symbolische Sachen über die Worte. Es ist ein Programm. Im Anfang ist das Programm. Und du denkst jetzt Menschen aus und dann ist egal, was du machst. Der Mendeleev, der kann sich hinsetzen und den kann einfallen, dass es so sein könnte. Und es wird dann rein durch Glauben wird es verwirklicht, weil sobald ich dir was erzähle, erst wenn du dieses Wissen hast, kannst du das denken. Du bist ein Computer. Im Anfang ist zuerst einmal das Programm. Und in Verbindung mit dem Computer, mit dem Geist, kann der Geist, der Computer in sich, je nach Wissen, was er im Arbeitsspeicher hat, und dort kann er auf seinem Bildschirm ein paar Vorstellungen aufbauen. Auf den Zäpfchen oder dann eventuell auf den Stäbchen. Entschuldigung, auf den Stäbchen oder dann öffentlich sogar auf den Zäpfchen. Tag und Nacht sehen. Nacht sehen ist Träumen, das heißt, ich spitze nur meinen Kopf ab. Tag sehen ist auf der Verabredung, weil ich meine, es ist da außen. Aber auf die Verabredung kann ich bloß das holen, was in dem mesokosmischen Bereich ist. Ich kann mir Sachen, die unvorstellbar klein sind oder unvorstellbar groß sind, kann ich ja nicht auf die Verabredung holen, weil es ja nicht ziemlich wahrnehmbar ist. Das heißt, ziemlich wahrnehmbar ist nicht, dass da von außen was kommt, sondern es ist rein, dass ich glaube, das ist so klein, dass ich das nicht sehen kann. Ich kann das nur auf den Stäbchen im Nachtsehen in meinem Kopf aufbauen. Ja. Verschiedene Daten darüber, wie das Universum denn aussehen wird. Die Daten wissen wir ja,
Da haben wir zuerst einmal unser Dart. Das ist einmal die Anordnung, das Degret ist das, was du geistlos nachäffst. Und durch deine Beschwörungskunst, das Geschwür, baust du Geschwüre auf, das sind dann Sachen auf deiner Verabredung, durch den Glauben, durch deine Religion, baust du jetzt dann eine geöffnete Erscheinung in dir auf. Gleichgültig, ob du das jetzt nur denkst oder ob du es auf die Verabredung holst. Das Ganze passiert in den Tetraederspiegel. Theerei, immer daran denken, unser Theerei, wenn ich das immer so seltsam schreibe, ja, genau. Da mache ich jetzt erst einmal immer sehr interessant, wenn ich das mache, das große D. Ja. Da haben wir eigentlich vier Seiten, wobei die vierte Seite weg ist. Der Buchstabe nennt sich Delta. Das ist der Wachraum. Die Öffnung von Licht. Ja. Und was ist das? Das passiert die Öffnung. Off, nun geh. In einer Reihe. Das ist der Buchstabe Dalet. Öffnen, intellektuelle Öffnung, physikalisches Licht oder geschlossenes Ruhelicht ist immer, ist der Geist, die Energie. Und das ist jetzt die Tür, das ist die Reihe. Wenn wir da jetzt weitergehen, und dann mache ich immer den Delta, ist der Wachraum, wenn das geöffnet wird. Das ist unsere 4. Ja. Okay? Ja. Jetzt pass auf, wenn wir da gerade dabei sind, wenn wir das so schön anschauen. Was jetzt sehr wichtig ist, ist diese eigenartige Verschiebung. Ich benutze ja immer, wenn ich plus minus gleich 0, benutze ich ja immer dieses Zeichen. Wir wissen, das ist hier. Ja, genau. Das ist übrigens als Großbuchstabe eigenartig eine Quintessenz in dem Kreis hat. Das ist der Einheitskreis mit dem Zentrum. Ja. Und das ist jetzt aber nicht der 9. Buchstabe, sondern der 8., das große Z, ja, im Wort Ich, Rot, die göttliche Kollektion, das ist ja dieses H. Ja. Darum wird ja im Hebräischen, wird das Z oft als H übersetzt, zum Beispiel im Wort Noah. Ja, stimmt. Ja. Unter anderem. Ja. Das ist der Noah, das ist aber ein Z hinten. Noah. Ja. Das heißt eigentlich Noach. Ja. Das ist die Ruhe, da bewegt sich nichts mehr. In der Quintessenz in dem roten Haar. Ja. Im Zentrum, weil das die Nulllinie ist. Schau, die Nulllinie ist in der 8. Ja. Die Kollektion von Plus und Minus. Siehst du da drüber? Ja, so gut. Schau, das ist der Wachraum. Ja. Das ist der 8. Buchstabe. Das aber in der 9, als Zahlzeichen ist es die 9. Ja. Das wiederum die 9 bei uns hier die Spiegelung ist. Ja. Oder rot gewesen der Spiegel, im Mittelpunkt. Ja, genau. Ja. Merkst du, wie diese Verschiebungen plötzlich die Zeichen so lückenlos ineinander greifen? Ja, genau. Iros, die Heiligen, die heilige Generation. Aber das wird jetzt alles viel zu weit führen. Was meinst du, dieses Leben, ich das durchlebt habe und in all diesen Sprachen beheimatet war? Und auf der anderen Seite haben wir unsere Teleskope und all die moderne Technologie, mit der wir das dann auf Computer. Auf der einen Seite haben wir unsere Computersimulationen mit dem Wissen, das wir uns die letzten Jahrhunderte angeeignet haben. Und auf der anderen Seite haben wir die Teleskope. Dann, die meistens ein bisschen größer sind als der hier, laufen lassen, kriegen wir ein Bild oder verschiedene Daten darüber, wie das Universum denn aussehen würde. Das Uni, das in eins gekehrte. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Teleskope und all die moderne Technologie, mit der wir das Weltall beobachten können und kriegen daraus ebenfalls ein Bild, irgendwie Daten. Und ja, jetzt die Daten haben wir noch, die Daten haben wir doch noch, wollte ich noch ganz kurz. Also da haben wir mal hier das Gesetz, den Glauben,
Wollen wir Ende mit der Zahl machen? Da denn? Hast eigentlich Ihr Glaube, Ihre Religion in, als Suffix gelesen. Ich Geist generiere mir aus den statischen Daten, das ist der Glaube, ich sage immer deinen Schwamminhalt, ein Programmmenschen ausgedachten Enos. Jetzt haben wir hier den Rechnungsführer, siehst du das? Hier hinten hast du es, dass du einen Gedanke kriegst. Das ist das hebräische Wort für Gedanke. Das ist dein blaues Ich, dein Schwamminhalt. Generierst du deine persönliche Traumwelt heraus, die nur du erlebst. Nur du erlebst diesen Traum, kein anderer. Gleichen wir die beiden. Dann gibt es natürlich die Beobachtung verglichen mit dem. Das ist natürlich alles, was Mikro- und Makrokosmos ist. Sind ja schon Konstrukte aufbauend auf den Daten. Weil das, was das Teleskop macht, hängt von dem ab, was das für ein Programm in dir läuft, was wir wissen. Durch zwei Fälle. Im Idealfall stimmen die beiden überein. Wir sind alle glücklich und gehen nach Hause. In der Realität funktioniert es so nicht. Und wir sehen immer wieder Differenzen zwischen dem, was wir sehen und dem, was unsere Simulationen ergeben. Und dann muss nachgebessert werden. Das sind Renormierungen. Jetzt finden wir meistens noch Dinge, die zu verbessern sind, entweder in unseren Simulationen oder in unseren Beobachtungen. Da gibt es, warum das bei Simulationen ein Problem ist, will ich später darauf eingehen und bei Beobachtungen. Und es wird jetzt sehr höndigzerweil, es ist alles vom Tisch, wenn du einfach das erste und das zweite Gebot hältst. Auch die ganze Sache mit den Krankheiten. Das ist aber super. Ich habe recht dunkel, ich habe die Fenster statt die Dinge offen heute. Aber man sieht mich eigentlich am Außen, ne? Ja, gutes Bild. Ich tue meine böse Seite abschatten. Meine böse Seite tue ich abschatten. Das ist ja die ganze Geschichte, dass ich sage, die Welt spricht zu dir, alles, was ich erschaffen tue. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wir haben ja den Adam. Und da gibt es doch hier einen ganz, ganz tollen Film, das ist der Original Patch Adams. Das ist ja keine Märchengeschichte, das baut der Patch Adams, dieser Film mit Robin Williams. Ja, genau. Baut er hier komplett auf diese Geschichte von dem Patch Adams auf. Okay. Absolut empfehlenswert, sich den anzuschauen, wenn man nicht kennt. Wenn man eine Krankheit behandelt, gewinnt oder verliert man. Aber wenn man einen Menschen behandelt, dann gewinnt man immer. Ganz egal, wie die Therapie ausgeht. Patch Adams. Die Patcher. Patcher. Adam, ich bin der Tür der Adam. Ich mache dir die Tür auf in eine vollkommen neue Welt. Ja. Da kommt das Wort Pötze her. Glaub es oder lass es sein. Und lachen. Na, dann muss ich euch zwei sagen, das ist die Medizin. Ja. Du musst in der Lage sein, über alles und jeden zu lachen, ohne dich über irgendetwas lustig zu machen oder irgendwas lächerlich darzustellen. Der Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg und lehrt dich mit dem Leid spielen. Stimmt. Und wenn du das verlernt hast, wirst du Leid ein bisschen alle Ewigkeit. Bis du dich wieder erinnerst, was du selbst bist und wieso das Leben eigentlich da ist. Das ganze Leben ist eine unendlich große Symphonie. Symphonus heißt zusammengeschmissener Klang, Koll-ANG. Ja, genau. Ja. Aufpassen. Die Welt ist eine Symphonie, Symphonus, das muss man nachschauen, so hat man. Koll ist alles. Die ganze Gesamtheit, alles ist an, A-N-G, die 70 Bärme. Mhm.
Das fällt mir so klein. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Das sind die drei ersten Super, die ersten Superprimzahlen. Ja, genau. In die Holoarithmetik reingehen. Der verborgene Mensch ist der Mensch UB. Das ist der verborgene Wert. Ja. Es ist eine Matrix. Du bist ein Gott. Wie kannst du dich vor was fürchten oder wie kannst du Angst haben, irgendwas verlieren zu können, wenn du niemals deine Heiligkeit vergisst in dir selber? Setz es. Und als Adam, als Gotteskind, bist du Batch. Du öffnest alles, was du dir ausdenkst. Aber in der Wortöffnung haben wir oft ein Greifen von zwei Facetten. Und wenn beide im Meer gleichzeitig da sind, ist es oft. Das gut. Ist das Spiel mit Rot und Blau im Englischen, mit allen Sprachen. Ja. Und darum ist das Lie, das Lügen im Englischen, hast auch in ein Kindsbett. Wir wissen, das wollen wir nachsagen. Eine Kindslage. Kinder neigen noch dazu zu lügen. Das treibe ich ihnen aber im Laufe des Lebens aus. Das heißt dazu, alle, die jetzt hier groß meinen, zu lügen. Und du lügst auch, wenn du geistlos was nachäffst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Kannst du es beschwören, wenn nicht, kriegst du von mir ein Geschwür. Ja. Es hängt an dir dran, es wächst was aus dir heraus, nämlich das nochmal die Welt, die du dir ausdenkst. In einer riesen Komplexität. Das ist kein Spiel, was wir hier treiben, das ist todernst und dann doch wieder ein Spiel. Du darfst bloß, jetzt wenn ich sage, du darfst von nichts Angst haben, angehe ich die Lebensfreude an diesen raumzeitigen SD, an den raumzeitigen Erscheinungen. Stimmt. Alles umdrehen. Zwei Seiten, vier Seiten, acht Seiten, 16 Seiten, wenn die gleichzeitig da sind, dann schaust du nur noch und schaust, welche Perspektive deine Logik oder die Logik von irgendeinem Brüssel, der in dir auftaucht, in einem Traum, sich anschaut. Und dann sagst du, jeder hat recht. Wirf begonig, du wirst von mir niemals hören, dass ich zu irgendeinem sage, das stimmt nicht, oder du hast nicht recht. Weil er glaubt es doch. Er sieht es doch auch so. Also es ist doch blöd, wenn mir das jetzt einer demonstriert, dass er behauptet, das ist so und so, dann ist das doch seine Meinung, dann sieht er das doch in seinem Kopf, der natürlich in meinem Kopf ist, eine Facette. Darum sind die ganzen Meinungen der Menschen sind auch meine Meinung. Aber jede dieser Meinungen ist nur ein kleines, winziges Nichts von einer Komplexität, wo du zuerst noch hinwachsen musst. Jetzt lassen wir es gut sein. Sollen wir mal die Aufnahme wieder beenden? Dann sagen wir jetzt gleich, was ist für ein Platz. Interessant. Ich sage immer Patch. Ich öffne jetzt, aber off. In Form von off. Öffnung ist nun. Ja. Existenz und Existenz plus minus ist G. Patch. Das ist Öffnung, hast du eigentlich ausschalten. Ja, genau. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Weil auch das Öffnen und das Schließen, wieder dort, rot oder blau, immer gleichzeitig ist. Ja. Mit jedem neuen Gedanken, den ich in mir auftauche, den ich öffne, mache ich eine Öffnung für den bestehenden Gedanken. Ich schalte ihn aus. Weil das OFF, das OFF, die zwei Facetten sind zwei Existenzen, die jetzt wieder in den Geist, in der Drei, in der Synthese zusammenfahren. Ja, genau. Jedes Wort. Bisschen hier hinschauen funktioniert nicht. Das ist ein Streng über alle Sprachen der Welt übrigens. Das ist ein Spiel, wenn ich sage, wenn irgendetwas gleich klingt, egal wie wir das jetzt mit Zeichen festlegen, hat es miteinander zu tun, egal in welcher der Sprache der Welt, wenn einer ein Geräusch ausstößt und wir machen ein ähnlich klingendes Geräusch, kann man natürlich viele Möglichkeiten haben, das mit Schriftzeichen darzustellen. Ja. Zum Beispiel hier, wenn ich immer sage, die Verneinung. Das V klingt genauso wie ein F. Ja. Und dann ist eine Verneinung passiert in dem Moment, wo ich hier mir eine gewisse Entfernung denke, weil ich denke immer hier und jetzt, die Entfernung, die ich mir woanders hin denke, ist ja in meinem Kopf. Alles, was in einer gewissen Entfernung, erste Phase von innen mir aus denke, vorstelle, ist aber doch eigentlich genau genommen hier, weil ich es denke. Das ist ja nicht eine Verneinung. Ist jetzt das da außen?
Antwort mit einer Verneinung. Nein. Verneinung. Verneinung, ja genau. Und da kriegt man irgendwann einmal die Spitze für und dann kommt das, was ich sagte, du kannst aus dem selben Text komplett logisch, komplett logisch, komplett andere Geschichten lassen. So, und jetzt, der Adam macht jetzt Bitch.